und eine Zauberin. Wir sind im Schicksal verbunden, zu großen bestimmt. Wir plündern die Gräber und singen Gesänge. Gnu spende dir Blut an Astarions Fänge. Keiner weiß, wie weit der Weg bis Baldur's Gate. Mit Gnu und Papuja bist du zu spät. Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate. Heute leider ohne Papo. Wir hatten es ja letztens gesagt, der liegt da hinten immer noch tot und wir kriegen ihn nicht mehr raus. Und das ist irgendwie ein Bug. Das bedeutet, ich muss leider von hier aus ohne Papo weitermachen. Ich habe das Gefühl, ich höre immer noch seine Musik in meinen Ohren, aber das ist sicherlich alles nur Einbildung. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Und das war cringe, aber da ist er ja. Oh, wow, ich lebe. Crazy. Ich möchte dir übrigens sagen, Papo, dass kein einziger irgendeine Info gegeben hat, wie man dich wiederbeleben kann. Also erzähl mal, wie du es geschafft hast. Also ich habe Folgendes gemacht. Ich habe die gute Karlach genommen und dann bin ich darüber gesteppt, habe meinen kleinen Gnomkörper ausgeweidet wie so einen toten Fisch und dann habe ich mich getragen an eine Stelle, wo ich mich dann wiederbeleben konnte. Und das habe ich dann gemacht. Und dann musste ich ins Lager gehen und mich komplett wieder neu ausrüsten und einkleiden. Das hat schon eine Stunde gedauert, oder? Nee, ich habe das jetzt gerade in den 10 Minuten gemacht, okay, bevor der Stream losging. Mega. Und deswegen habe ich auch gleich was Süßes mitgebracht von Yukui. Sagt, das Abenteuer geht weiter. Vielen lieben Dank für dieses coole und großartige Projekt. Danke dir, Yuki, das freut uns sehr. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Lena. Sie sagt, wie immer unterhaltsam, ich gucke euch echt gern zu. Einige haben es schon geschrieben. Zu den Prüfungen sollte man Shadowheart mitnehmen. Ey, Kollege, sonst verliert man sie. Hast du gehört? Oh, echt? Ja, und dann einmal für die Astarion-Romanze unbedingt vor Abschluss des Dungeons auch nochmal in die Moonrise Towers gehen und definitiv ins Questlog schauen. Ein Teil des Quests kann man danach nicht mehr machen. Ja, gut. Okay, das war, glaube ich, auch letztes Mal schon ein kleiner Hinweis. Ja, deswegen würde ich nämlich vorschlagen, dass wir jetzt zu den Moonlight Towers gehen. Bevor wir quasi die Quests hier abschließen? Ja, weil wir sind jetzt fast fertig. Okay, dann lass uns das machen. Wollen wir vielleicht vorher einmal ins Lager und mich rein, weil ich hab 2 HP und das Haaren auch. Ja. So. Genau, und unsere Chats sagen euch natürlich auch immer süß Hallo, deswegen unten sind die Links. Guckt gerne bei Papo vorbei, der ist viel öfter live als ich und habt Spaß. Oh, du hast ja eine Unterhose, was hast denn du an? Ich trage meinen, wie heißen diese berühmten Unterhosen? Aber das ist doch so unbequem mit diesen Lederstriemen und diesen komischen Ding, was du da über hast. Das ist ja so unpraktisch. Gefällt dir, was du siehst? Nee. Nein, eigentlich nicht. Du hast ja das Dating-Video gesehen, du weißt jetzt, worauf ich stehe. Ja, stimmt. Aber ey, ich will gar nicht spoilern. Ich war nur ein bisschen sauer. Ich habe Knu gestern angerufen, als wir das Dating-Video geschaut haben, weil ich, also, du hast die 1 halt nicht rausgebohrt, als sie gesagt hat, Computerspiele ist in seinen Augen Zeitverschwendung. Doch, das ist mir schon übel aufgestoßen. Na gut. Definitiv, das habe ich schon vermerkt, deswegen ist er auch rausgeflogen. Ja, gut, so. Das habe ich nie vergessen. Oh, so, will irgendwann mit uns reden? Vielleicht Shadowheart, ist glaube ich spannend. Ich gehe mal gucken, was sie sagt. These lands may not be under the thrall of Lady Sharp. No matter. She wishes for Kethric Thorn to be punished. Her darkness was a blessing offered before he betrayed her. She can redirect her powers elsewhere once he is cast down. Okay, hört ihr alles reden? Fine. What's on your mind? What's on your mind? I must admit, ja, das haben wir schon 20 Mal gehört. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. Okay, das heißt, ich sollte jetzt versuchen. Wobei, wenn wir zum Moon Towers gehen, dann müssen wir sie ja noch nicht mitnehmen. Nee, aber danach wäre es vielleicht ganz cool. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Schlafen. Schlafen leben wir. Down by the Popo. Down by the Popo. Bei dem Skelettmann im Lager kannst du Charaktere für 200 Gold wiederbeleben, ohne alles abzulegen. Das Ding ist, ich hätte mich nicht ins Lager bekommen. Ich konnte mich nämlich nicht dahin tragen. Oh. Den Booty. Deswegen musste ich alles ablegen. Das war das Problem. Booty hast du da nicht hinbekommen? Nee.
Okay, das heißt, wir gehen jetzt zu den Moonrise Towern. Ja, genau, Schnellreise. Und am besten gehen wir dann einmal Türme des Mondaufgangs. Türme des Mondaufgangs. Zweitletzte. Das zweitletzte. Türme des Mondaufgangs. Das klingt doch gut. Und dann gehen wir da rein. Ich habe so sehr Angst genug. Ich auch. Weil hier kommt alles zusammen. Und bei mir spawnt die Map gerade erst noch. Ich kann durch die Wand gucken. Ich warte noch kurz auf dich. Und schau dich an, ganz verurteilend. Ich find's echt cool, dass wir unsere Rüstung zusammen angepasst haben. Es gefällt mir voll. Ja, ich habe noch eine andere Farbe gefunden. Wir können uns auch komplett komplett in Schwarz einkleiden. Geil. Aber lassen wir die erst und dann ab Akt 3, okay? Ja. Weil ich habe auch so schöne kleine Glitzersteinchen an meiner Hose. Ja. Okay. Ich liebe die Musik. Ich gehe mal mit Karlach vor. That's far enough. Oh, ich bin im Gespräch. Oh ja, ich höre zu. His thoughts invade your own, probing for purchase. Your parasite purrs in recognition. Ah, one blessed like myself. What news, Trousseau? Wenig aus dem Feld und von drinnen. Das könnte ich ebenso fragen. Warum hat jemand von unserem Rang Wachdienst? Das müsste eure Vorgesetzte wissen. Ich habe ein Lager von Hafnern infiltriert, das von einer Selum-Klerikerin beschützt wurde. Gute Neuigkeiten, ich bin hier, um euren Kopf zu holen. Ich würde einfach mal die normale Frage stellen. General Ketherick's advisor went off on a field trip. Zarel's in charge till he gets back. You'll find Zarel in the audience chamber, Trousseau. She'll be wanting to hear from you. Well then, let's not keep her waiting. Okay. Ja. In ihrem Namen. Praise the Absolute. Ja. Okay, cool. Scheiß mache ich. Es gibt eine, mit der müsste ich unbedingt reden, weil das ist die Quest von Astarion. Das habe ich in den Kommentaren gelesen. So eine Drown. There can be no doubt. This is the place. Oh nein, nicht wieder dieses leeren Auge. The secret of the Absolute. Another true soul. The disciple wants to see through the main doors. Die sehen ja alle ganz normal aus hier. Ja. Ich guck grad mal, wo diese Drown ist, von der mir geschrieben worden ist. Weil dann würden wir die einfach kurz annehmen. Ich glaube, es ist aber nicht hier. Moment. Eine Treppe nach unten. Weil ab dann ist egal, dann kannst du mit allen aufreden. Oha, das ist ja eine schöne. Mick. Können wir mit Mick Jagger sprechen? Mick Jagger. Ich rede mal mit Mick Jagger, mal schauen, was er sagt. Who's that drone? La 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 la. Das ist eine süße Maus. Ah. Ih, was ist denn das hier für ekelhafte Scheiße? Boah, es ist riesig hier. Boah, ist ja riesig. Drow, sorry. Drow. Ist nicht ertrunken. Ah, die sehen so aus. Die Drows drown. Bist ein Drow, kriegst du Frauen. Ich lache immer meine eigenen unlustigen Witze, das ist doch schön. Ah, ich hab sie. Komm mal zu mir. Ja, ich komm gleich. Ich rede noch gerade mit Mick Jagger. Die macht die Tanz-Moves. Oh nein. Find meat. Na gut, sie will Fleisch. Ja, du hast eine Fleischwurst. Ich wollte gerade sagen. Papo? Ja? Was passiert da? Ich möchte ihr eine Fleischwurst geben oder so. Clumsy. Wo hast du nochmal das Fleischgeräusch gehört? Bei Küche, am lautesten. But maybe whole tower. Like we inside meat. Mick eat meat. Or meat eat Mick. Okay. Das ist ein bisschen verwirrt, habe ich das Gefühl. Na gut, ich komme mal zu dir. Help. I need somebody. Help. Bist du lang gegangen? Not just anybody. Help. No, I need someone. Help. Schlägerwim. Okay. Da kommt's doch. So, kannst mir zuhören. Yep. Araj O'Blodra, trader in blood and the sanguineous arts.
It is a pleasure to stand before a true soul and your pale companion. I'd like to offer my services, if you're willing. Ich bin ganz Ohr. Was macht denn so eine Bluthändlerin? Warum interessiert ihr euch für meinen blassen Freund? Ich möchte vorerst mit eurer Ware sehen. Ich würde mal fragen, warum sie sich für den interessiert, oder? Mhm. Die hat aber eine geile Stimme. Please. You think someone in my line of work wouldn't recognize a vampire spawn when they see one? I trade in blood and the potions that can be wrung from it. I'm more than happy to make you one, if you'd honor me with your blood. With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest, I keep for myself. Was ist das genau für ein Trank? Was genau habt ihr mit dem Blut vor, das ihr behaltet? Ich frag mal, was es für ein Trank ist, oder? Mhm. No idea, but it will be unique to you. Your blood essence and the Absolute's blessing intertwined. We can learn exactly what that means together, hmm? Und was genau habt ihr mit dem Blut vor? Research, naturally. A little experimentation, perhaps. I have an innate curiosity for all things sanguine. Klingt interessant, da mal los. Oder... Sie will ja mein Blut, oder? Mhm. Ich glaube schon. Speicher mal. Bin mir gerade nicht sicher, weil ich glaube, das ist eine wichtige Quest hier. Bist du gerade mit Astarion im Gespräch oder mit deinem Main-Character? Mit dem Mädel. Muss ich. So, mal Spielstand. Okay, dann mache ich mal, klingt interessant, da mal los. Mhm. Just a little prick and it's all over. Close your eyes. There we are. All of your very best traits. In a bottle. Use it well. I'm a genie in a bottle. Although perhaps there's one more thing we could discuss. Okay, what's it? Your vampiric friend. Oh, don't worry. We're all friends under the Absolute. I won't bite. Oh, I'd prefer if you did. I assume he belongs to you? Wie bitte? Er gehört sich selbst. Wir reisen gemeinsam, wenn nicht. Er macht, was ich ihm sage, wenn ihr das meint. Ja, nur mir. Ich würde sagen, wie bitte? Er gehört sich selbst, oder? Weil er hasst es ja, wenn man sagt, dass er irgendwie wem gehört. Ja, ja. I'm sure he really believes that. How utterly adorable. Do you have a name, Spawn? Spawn? Astarion. But hold on. Good. Now, Astarion. I've dreamt of being bitten by a vampire since I was a young girl. Red flag! I'm sorry. You want to be bitten? To feel your life's blood slipping away. To dance on the edge between life and death. Yes. I want it. I'll even compensate you. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale. But it's yours, if you bite me. I will have to decline. Excuse me? This is a once-in-a-lifetime opportunity, and you're squandering it. Squandering? I gave you my answer. Can't you talk some sense into your obstinate charge? Er hat Nein gesagt, es gibt nichts mehr zu diskutieren. Erstaunlich, Astarion. Ich dachte, er würde so eine Gelegenheit beim Schopf packen. Beißt sie einfach, der Trank klingt gut. Auf jeden Fall eins, oder? Oder zwei. Ich würde sagen eins, der will ja nicht. Da, wenn man den Befehl erteilt, dann hasst er dich einfach nur. How very disappointing. Okay, ich rede mal mit ihm. So this is the abode of our dear Absolute. It's about as cheerful as expected. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute Nacht an mir saugen. Then I'll serve your delicious self tonight. Papa, es tut mir so leid. Okay, ich glaube, das war doch die Quest, von der alle reden, oder? Die musste ich doch machen, um mit ihm meine Love-Dings zu confession. Heißt es, wir können jetzt wieder zurück zum Tempel Saloon oder müssen wir jetzt erst noch hier hoch? Weiß es jemand? Der Trank bringt plus 1 für das Stärke-Attribut dauerhaftes Trinkens, muss man abwägen. Nö. Egal, wir schaffen es auch so. Ich glaube auch. Also porten wir uns wieder weg.
Gehen wir in den Tempel des Saloons? Ich frage gerade, weil ich glaube, das ist doch die Quest, die alle gemeint haben, dass ich quasi für die Astarin-Romanze unbedingt vor Abschluss des Dungeons auch nochmal in die Moonrise Tower gehen und definitiv ins Questlog schauen. Ein Teil der Quest kann man danach nicht mehr machen. Aber ich glaube, das müsste passen. Wo ist denn mein Questlog? Im Buch hier, Zauberbuch, sorry, hier. Da ist auch was Neues drin, und zwar Tagebuch. Hier, Catholic Form. So der bleiche Vampir oder so heißt es, ne? Genau, das heißt, wir müssen doch jetzt für Astarion noch den Saloon-Tempel machen und dieses komische Monster killen, glaube ich. Weil wenn wir zu Catholic gehen, I don't know. Vielleicht weiß es jemand. Ich sag jemand, du musst dann später einmal eine Rast machen und dann kommt eine Sequenz, soweit ich weiß. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal kurz ein Lager. Einfach mal so ganz unverbindlich und gucken, ob was passiert. Ansonsten würde ich in den Temple Saloon gehen und dann machen wir den fertig. Oh shit. Auf. Ich bin im Gespräch. You were ordered to retrieve the artifact. You failed to do so. Take it up with Minthara. She's the one who... Enough! A blast of mental energy washes over you, filling the room. Your tadpole squirms, urging you to obey. You failed to retrieve the artifact. You failed to protect your true soul. You do not deserve to live. Tötet sie nicht, sie sind teure Anhänger der Absoluten. Schweigen, zusehen, hört, hört. Was soll ich tun, Papo? Papo ist gemutet. Ich würde sagen, einfach schweigen, zusehen, oder? Ist ja nicht unser Bier. Okay. You ain't serious. You can't be. General Thorne. Let our newest arrival speak. You have seen what these creatures are capable of, and you have seen their inadequacies, isn't that so? What is your judgment? We did as we were told. We're loyal to the Absolute. Kill him! Enough! True Soul, tell the General how the goblins served our cause. Sie sind loyale Soldaten, ihr solltet sie befreien. Ich habe gesehen, welche Gräueln sie im Namen der Absoluten begangen haben. Tötet sie einfach, sie sind wertlos. Den Halborg unter den General angreifen. Was sollen wir tun? Den Halborg? Nein. Ich habe Angst vor dem Cedric. Cedric. Tja. Ja, wir haben doch gar nichts gesehen, oder? Ich würde auch sagen, sie sind loyale Soldaten, oder? Ist doch eigentlich egal, so. Oder? Was da? Oh, Hilfe. Langsam werden es so unangenehme Entscheidungen. Wer braucht schon Goblins, sagt der Chat. Töte sie einfach, sie sind wertlos. Okay, Chat hat entschieden. It ain't true! We could have anyone! Just give us a chance! And there you have it. We are too close to the ending. And the new beginning. I can coddle failure no longer. Kill them quickly. What? No! You creaking old bag of shit! Oha! Boah, ganz schön hart geschmissen, ne? Ja. Oh, der ist, glaube ich, nicht so einfach zu töten. Der ist so gruselig, ich habe Angst vor dem. I'm so sorry, my lord. She's an unbeliever outside my control. Oh mein Gott. Try again. Die macht es auch noch. Ja. Der hat aber gut Nacken trainiert. Oi. Dispose of the rest as you see fit. Or better yet, put that true soul to use. You have far more important matters to attend to. Or have you forgotten? Of course not, my lord. Thank you. Okay.
Wir sollen die jetzt töten. Oh Gott. You heard the general. The goblins are yours. Deal with them however you wish. Was genau soll ich mit ihnen machen? Danke, es wird mir ein Vergnügen bereiten. Knapp nicken, oder? Einfach nur. Ja. Here in the seat of the Absolute's power, your authority over them is complete. They will obey any command. Report to me upstairs when you're done. Yeah. You ain't gonna do anything drastic, are ya? We've been nothing but loyal! Wachen, lasst sie frei. Lasst eure Gedärme auf den Boden fallen. Ich will euch bluten sehen. Kein Wort mehr, nein, kein Atemzug mehr von euch. Ich gebe euch eine faire Chance. Kämpft gegen mich. Entweder sterbt ihr oder tötet mich. Also dreimal tot und einmal sollen wir sie freilassen. Na, der andere hat gesagt, keine Versagen mehr dulden, ne? Ja, ja. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, wir sollen mit denen umgehen, wie wir wollen. Ich glaube, vielleicht sind es dann unsere Verbündeten, wenn wir die freilassen oder ja, so. Ja, jetzt haben wir schon einen draufgehen lassen, Leute, für euch. Jetzt retten wir auch einen. Ja. Hat Saren zwar nicht einverstanden, aber egal. Mercy. You showed the goblins mercy. The half-orc went like this. The seat of the absolute power. Occupied by a general that cannot be killed. Dann würde ich sagen, geh mal zurück, reisen nochmal, ne? Ja. Prüfung der Schar. Dann können wir da nochmal. Wobei. Nee. Wo ist denn das? Okay, wir müssen. Du bist schon da bei mir. Ja. Ich überlege nur gerade, wo wir die Dings hinpacken müssen. Diese. Ach, hier oben. Da müssen wir hin. Okay. Bam 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 badam bam bam badam bam bam badam bam bam bam. Ah genau, die Kügel. Aber wir haben glaube ich unten noch eine Prüfung, die wir machen müssen auf der anderen Seite. Echt? Aber es sind nur zwei, oder? Ah genau, echt? Ne, unten war noch mehr, oder? Da waren drei Prüfungen, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall die Kugel gefunden. Wir können jetzt diesen Fahrstuhl hier benutzen. Okay. Dann ist jetzt die Frage, sollen wir nochmal kurz hier hingehen? Weil hier ist ja das auch noch eine Möglichkeit, wo wir hin können, bevor wir runtergehen. Da wollten wir nur letztes Mal nicht hin. Das ja, war, wo stimmt. Dieser Tiger ja. War, weißt du? Weil ich weiß jetzt nicht, wenn wir runtergehen, was dann passiert da. Ja, lass doch noch hingehen, oder? Wer will uns aufhalten? Wie du da runterrutscht! Mach ich mal eben unsichtbar. Der ist abgehauen. Bist du dir ganz sicher? Ja. Was geht hier? Gar nichts. Einfach nur eine schöne Schlucht. Boah, ist der Tempel riesig. So geil gemacht. I love it, my friends. I love it. Okay. Papadelle. Du gehst ja. Vor. Ich geh vor. Ja. Ich geh vielleicht mit Carla vor. Weil die tanken kann. Da ist er rechts, ist dieser Tiger. Geh lieber mit deinem Goblin vor, ich glaube, das ist lustiger. Ich guck grad mal. Geht's hier irgendwie was für uns zu holen? Okay. Schild, Langschwert, kaputter Schild, Tafel. Chambers of Penance. Ah, hier. Da ist noch eine Kugel. Wir brauchen nämlich drei. Deswegen, wir okay. Kommen noch gar nicht runter. Du gehst vor, Papo. So much blood. So. What the hell has been happening here? Oh, war nur ungefähr geschlagen. Warte, lass mal Astarion vorgehen. Hello. Okay. I have a terribly familiar feeling. Was hat er jetzt gesagt? Was hat er gesehen? Er wird beobachtet. Irgendwer ist nicht mehr unsichtbar. Geh du mal mit deinem Goblin vor, Papo. Aber wohin? Zu dem Tiger da? Ja. Klar. Okay. What's this? Fresh entertainment. But you're too fresh for this place, aren't you? There's a whiff of the surface to you. Holy shit, an Orthon. Powerful devils. I wouldn't get on their bad side without a good reason. You, tiefling. You've got the stench of the hells about you. The stench of home. And a whiff of the surface besides. A servant of Zariel, if I'm not mistaken. I'd know the stench of her infernal machinery anywhere. What do you know of infernal machinery?
only what I can smell. And whatever engine burns within you is grinding to an inevitable explosion. Burning and fear. You reek with it. There's something else, almost hidden by your fear stink. Cherries. Musk. And sulfur. Raphael! I can smell him all over you! Oh. Where is he? Ach, das ist da, das ist ja, der Typ. Ja, den müssen wir töten. Wartet, ihr kennt Raphael, ich weiß nicht, was ihr da redet. That perfume tricks the swindle. Trapped me. Okay. Er will euren Tod. Where is he? Spit it out. Now. Wir müssen jetzt ganz genau überlegen, ne? Also, ja. Lass uns mal alle. The devil told us to kill this thing. So let's stop chatting and kill it. Hm, Astaron ist nicht einverstanden damit. Erzähl doch von genau, lest du vor, die alle Fragen. Ja. Erzähl doch von euren Erfahrungen mit Raphael, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Raphael könnte überall sein, lasst mich gehen, dann befreie ich euch aus seinem Griff. Ich habe nichts zu sagen, zumindest euch nicht. Also angreifen auf keinen Fall. Ich erzähl doch von euren Erfahrungen mit Raphael, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Raphael könnte überall sein, lasst mich gehen, dann befreie ich euch aus seinem Griff. Vielleicht ich glaub, eins? Machen die eins, oder? Ja. Bargaining, are you? A Karator warlord once tried the same. I made him watch as I ate his concubines in Young, then fashioned a codpiece from his skull. You can't help. It's not just walls that keep me here. Not the traps, the dark, or the creatures it hides. Something stronger holds me. A contract. Either I fulfill the contract, die trying, or forfeit my freedom. If I leave this place now, I'll become Raphael's slave. Ihr seid nicht wirklich frei. Vielleicht wäre es besser, wenn ihr in Raphaels Schuld steht. Nee, ihr habt Angst vor einem Vertrag. Das kann ich nicht glauben. In den Legenden enthalten Pakte mit Teufeln immer irgendein Schlupfloch. Wir müssen es nur finden. Ja, hört sich nicht schlecht an, weil du bist ja Bade. Das konnte ich damals nicht beantworten. Raphael is no foolish story devil. His mind is different, sneaky. Listen. Spill all the blood sworn to the night. Silence or prayers smother each rite. Wander Shah's halls, hungry to slay. Leave no justice here, alive to obey. Leave none to hear it, then be set free. This song is your oath. Swear it to me. Das ist ein Fluch. Okay. Well, that explains where all the dark justices alle getötet worden von ihm, weil sonst doch. This differs from others you've studied. The final couplet contains a trick, a clause not easily fulfilled. That's it. So he's the one who slaughtered the justiciers. Can we kill him now? Because if he doesn't die, then Raphael won't tell me a damn thing about my scars. Das möchtest du ja, ne? Ja, lass mal gucken. Euer Vertrag ist ein Lied. Raphael wollte, dass ihr die dunklen Justizare tötet. Warum? Bravo, das war schrecklich. Vielleicht solltet ihr beim Töten bleiben. Bade ziemlich blutrünstig. Was den Text angeht, habt ihr schon mal über eine instrumentale Begleitung nachgedacht? Schon witzig. Lass mal sonst speichern, sonst gucken wir einfach dann. Jetzt probieren wir einfach mal das aus, was wir wollen. Ja, das auf jeden Fall. Euer Vertrag ist ein Lied, Raphael wollte, dass ihr dunklen Justizare tötet. Warum? Ja, ein bisschen nachforschen noch, oder? Asking why doesn't get me paid. Hunting and killing does. Raphael mentioned something about an Asima. Meant nothing to me. I did my part. I filled these halls with ghosts. But Raphael's playing some other game. One that involves stiffing me. Anyway, enough prattle. The lyrics are clear.
All who hear the song must die. Time to die. Oh. Ihr wollt Raphael nicht mich überzeugen. Ihr müsst etwas übersehen haben. Lasst mich diesen Ort für euch untersuchen. Die Verse sind ein Trick. Ihr hattet immer Zuhörer. Eure Gefolgschaft. Werdet sie los. Oh, das ist geil. Weil die hören das ja auch jedes Mal. Und die sind das Problem. Ja. Raphael ist eine Schlange. Verschlagener Lyriker. Er hat euch reingelegt. Eure Anhänger haben euer Lied gehört und leben dennoch. Das ist, glaube ich, gut, ne? Ja, ja. Ja. 16 muss ich würfeln, aber ich habe einen Vorteil. Let's go. Oh, das sollte reichen. The Americans. They barely have a thought to share among themselves. But they do have ears. Kill yourselves. Back to the hells with you. Oh, haben wir ein paar Gegner weniger. Geil. Die machen es auch noch. Oh, die Axt kann man bestimmt gut gebrauchen. Seems your theory is wrong. Er hört es doch selber auch noch. Ihr seid noch nicht fertig. Ja. Die Täuschungsbestie. Ja. Okay, 28. Ach, scheiße. Yes. Tschüss. Nein, Nessa. Stay very still. My beauty. Das hat aber schnell getötet. Ja. I still hear it. Ja, mein lieber Jäger, ist es nicht offensichtlich? Bringt euch um, dann seid ihr frei. Ach du Scheiße. Na gut, wir schauen mal, was er macht. Wie viel musst du würfeln? Eine 21, ja, easy. Oh, das ist eine 24. Gott. Na gut. You're wrong about this. I'll claw my way out of Avernus and eat you alive. Contract be damned. Okay. Nicely played, Raphael. Bastard. Ah. Und der geht jetzt zurück in die Hölle, wenn er stirbt, ne? Ja. Dann ist er aber frei. Na gut. Does that count as us killing him? That had better count. Oh, geil. So, dann gehen wir mal schnell looten. Oh, herrlich. Hier ist nichts dabei. Wo ist das Dickerchen? Ih, das Bett. Das Bett ist wirklich gar nicht so geil. A bed made of corpses. Ist er nicht irgendwo runtergefallen? Oder ist er noch irgendwo oben? Ja, wo ist der eigentlich, hä? Ja, wo ist denn der? Wo ist denn der Bratan? Ach, der ist wahrscheinlich verschwunden, ne? Weil er in die Hölle ist. Aber wir müssen ihn doch looten können. Das kann doch nicht wahr sein. Ich geh mal hier nach oben. Los Lutos. Ah, warte mal. Die sind so Staubhaufen. Ah, die zerfallen alle zu Staub, ne? Oh, okay. Medic und Hellebarde. Ja, die macht nicht wirklich viel. Oh? Höllenfeuer Handarmbrust. Infernales Metall. Okay, was macht diese Armbrust? Bewirkt möglicherweise brennend, wenn du eine Kreatur mit dieser Waffe triffst, während du versteckt oder unsichtbar bist. Das ist ziemlich gut. Den gönne ich mir aber so krass. Geil. Papo. Karlach ist inspiriert. Ja. Ich wollte mich hier gerade hinsetzen. Wo? Ja. Da ist eine Ratte, oder wie? Ja, die hat sich da jetzt draufgesetzt. Kannst du die nicht wegschnipsen oder so? Die faucht mich an. Ach Mann. Ach so, ich habe gerade den Haufen von Jubil gefunden. Oh nice, das wo? Das war seine Armbrust, die ich mitgenommen habe. Ah, geil. Hab. Perfekt. Okay. Okay. Dann ist aber hier doch noch irgendwas auf der Karte eingezeichnet. Siehst du das? Da steht, schließe die Proben der Schar ab. Ja, da unten steht noch Schattenedelstein, liegt da noch rum, ne? Ah ja, geil. Aber können wir nicht
mit der Ratte reden. Haben wir noch was mit den Tieren sprechen, so einen Trank oder so? Die sagen, glaube ich, immer das Gleiche, dass sie uns kacke finden. Na gut. Die Arschlöcher. Ja, das richtige Kackplatz. Nimm du die Kügel dann. Los Kyklos. Los Kyklos. Ich lauf hin. Jetzt in Amorelie-Shop. Ist das nicht so ein ja. Laden für Erwachsene? Ja. Nice. Ui. Sollen wir mal kurz ins Lager gehen und gucken, ob unsere Mates irgendwas mit uns besprechen? Können wir gleich machen. Lass doch mal einmal hier weitergehen. Ja. Was ist denn das hier eigentlich noch? Gerippe. Ih, da hat es gefressen, ne? Oh, hier ist eine Truhe. Schwere Truhe. Du kannst die musst du bestimmt aufschließen, oder? Ich guck mal rein. Ja, mach ich. Watch your back. Oh, never mind. Das ist Gold drin und Schuhe. Geil. Die Schuhe sind badische Inspiration wiederherstellen, Klassenaktion. Ich glaube, die sind ziemlich gut. Die soll ich anziehen. Do it. Boah, die neuen Nike Air, die sitzen so gut. Was habe ich hier gerade aufgehoben? Ich weiß es nicht. Was hast du aufgehoben? Irgendwas Schweres, Komisches. Ah, hier ist ein Eingeweide. Korps. Ein Torso. Ich habe ein Torso mitgenommen. Genau. Red mal mit der Spinne. Welche Spinne? Ja, der Körper. Oh. Spinnenfleisch. Well-chewed spider carcass oozes on the ground. Daran riechen, daran lecken. Nachforschung ist untersuchen. Ich glaube, ich mache erstmal Nachforschung. Ich würde es nicht einfach so an der Spinne lecken. Das ist doch ein weirder King. Was machst du nur in Freizeit? Ich leck an Spinnen. Ich leck an Spinnen. Okay. Fresh bite marks, an old puncture wound and a faint pulse of something not entirely natural. Da ist bestimmt eine Larve drinne. Daran riechen arkane Kunde das Fleisch nach Anzeichen magischer Störung absuchen. Ja. Warum soll ich an diesem Fleisch lecken? Do it! Ich möchte nicht am Fleisch lecken. Alter, heute sind die Würfel ja, aber auch wirklich, heute sind die Würfel locker. The meat is oozing, but not with blood. It's been dosed with a potion. Okay. Dann will ich lecken. Ach du Scheiße. Ja, das ist einverstanden. Oh, The meat tastes of rot and sour milk. Your stomach lurches. But your loins tingle. Mein Gemächt kribbelt? Was that arousal? Oh mein Gott, mach's nochmal. Beef. In amongst the rot is an unmistakable sweetness. Succubus spittle. The meat is charmed. Nochmal. Ich geh nochmal ran. Ich geh nochmal ran. Carcass continues to leak. Erneut lecken. Karlach ist einverstanden. Oh, bitte klippen. Ich lecke am Meat und... Naja. Ih, du frisst es jetzt und du bist richtig geil. Your guts cramp, your stomach churns and your nerves burn with a pain that would almost be pleasurable were it not so savage. All right there, mate. Yeah, you're all right. Nochmal! Ich bin vergiftet, warte. Ich speichere mal kurz. Ja. Nochmal! Los, leck nochmal in der toten Spinne. Leck, genau. Spiel den nächsten Song nochmal. Okay, er tropft weiter. Oh, daran riechen. Okay, ich kann nicht mehr lecken. Sulfur, decay. And a thin whiff of something unexpectedly fragrant. Die beschreibt das so geil, dass ich auch dran lecken will. Einfach Spinnen, Viagra. Okay. Sollen wir dann nochmal ins Lager mal gucken, was unsere Mates machen? Ja, ich schmeiß mir noch mal kurz ein kleines Gegengift ein, glaube ich. Ja, und dann meine Mods bitte klippen. Ich kann halt selber nicht klippen. Also lieber zu viel klippen als zu wenig. Das wäre lieb. Die Char sieht so cool aus, die müsste man eigentlich mal cosplayen. Das ist so geil. Habe ich kein Gegengift mehr? Eigentlich habe oh, ich look at that girl. She's so beautiful. Choose that girl. Lal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 
bin im Lager. Okay, du bist im Lager. Ja. Ja, vielleicht kann ich ja in dem Lager an der Spinne lecken, bevor ich schlafen gehe. Hast du auch die Sonnenfinsternis angeguckt in Amerika? Nee. Also ich hab's gesehen, dass das stattgefunden hat, aber ich hab's mir jetzt nicht groß angeguckt. Das war geil. Okay, dann legen wir uns mal hin. Carla springt die ganze Zeit rum, die ist voll happy. Red mal mit der. Mach ich gleich. Ich laufe, aber wir müssen erst ins Bett, oder? Also erst... Ja, hier ist Bett. Musst du nicht nur einfach drücken? Das reicht doch, oder? Ach so, echt? Ja. Ja, ich hab gedrückt. Wir warten auf andere Spieler. Do you know what happens when a devil is struck down on this charming plane of existence? It returns to the hells, to the very point where it last stood before venturing to whichever devil-forsaken plane it died on. In the case of our friend Jurgir, the Orthon you so handily dispatched in the Temple of Shah, he manifested in my House of Hope. Uh-oh. He returned to me chastened but intact. His wounds healed, his body restored. He thought I would dismember him, but he has his uses, so instead, I am re-educating him. We delivered the devil. Now I want what I'm owed. We had a deal. Indeed we did. I discovered all there is to know about those scars of yours. It's a rather grim tale. Even for my tastes. Kommt zum Punkt, sicher, dass ihr das wissen wollt, das Tarion. Könnt die Vergangenheit ruhen lassen, raus damit, das klingt faszinierend. Kommt zum Punkt. As you wish. Brace yourself, Astarion. We're about to unveil your destiny. Carved into that ivory skin of yours is one part of an infernal contract between the archdevil Mephistopheles and your former master, Cazador Zar. In full, the contract states that Cazador will be granted knowledge of an infernal ritual so vile it has never been performed. Wash it. The rite of profane ascension. It promises to be a marvelous ceremony, very elaborate, incredibly ancient, and entirely diabolical. If he completes the rite, he will become a new kind of being, the vampire ascendant. All the strengths of his vampiric form will be amplified, and alongside them, he will enjoy the luxuries of the living. The arousals and appetites of man will return to him. And unlike Astarion, he will have no need of a parasite to protect him from the sun. But the ritual has its price, as all worthwhile things do. Lord Cazador will need to sacrifice a number of souls, including all of his vampiric spawn, if he is to ascend. Imagine how he felt then, when one of those precious spawn simply disappeared into thin air. The only missing ingredient is Astarion. You are the final piece he requires to complete the ritual. Your scars bind you to it. Your soul will set off a very wave of death, bringing Cazador his twisted life. Na, genug liebst mich dann auch live. And that, my tragic and toothsome friend, is that. Now, if you'll excuse me, I have business elsewhere. Nur tickende Zeitbomben bei uns im Lager. Cazador ist ein Stück Scheiße. Wir werden ihn aufhalten. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Ihr müsst nicht zu Cazador zurück. Ihr seid jetzt bei mir. Ihr schweigt beunruhigend. Was soll ich sagen?
3? Ist doch süß, oder? Papo, soll ich es wagen? Soll ich mal süß sein? Sei mal süß. Do you think it's so simple? Arschloch. Wir müssen Kasada aufhalten. Wer weiß, was für Schrecken er mit dem Ritual verursacht. Ihr solltet fliehen. Wenn Kasada euch nicht findet, kann das Ritual nicht vollziehen. Ihr werdet nicht frei sein, solange Kasada lebt. Es gibt einen Weg, zu einem lebendigen Vampir zu werden. Das muss euch doch viel bedeuten. Boah, vielleicht keine Ahnung. 4 oder 3, ne? Ja. 4? Mhm. Hm. The idea definitely has appeal. I could get rid of the worm in my head and still walk in the sun. I'd finally be free of the hunger. And if I'm the key to this deal of Cazador's, perhaps I can turn this to my advantage. I need to take the fight to him. And I need you to help me. Klar, das machen wir auf jeden Fall. Ja, nachdem wir uns Larvenprobleme gelöst haben, dann helfe ich euch. Natürlich helfe ich euch. Wir spüren ihn auf und töten ihn. Wenn er euch holen will, verteidige ich euch, aber wir riskieren keinen Angriff auf sein Versteck. Niemals. Wir gehen da voll rein. Wir gehen all in. Okay. Ich habe mal gelernt, bester Angriff ist der Angriff. Okay. Okay, gut. Super. Ich stehe hier in meinen Strapsen. Sehe schon. Und ich gehe mal zu Karlach. Ja, ich komme mit. Und ich brauche einfach nur zuhören eigentlich. Karlach. Ich hab nur eine Unterhose an. Wish I could say I was surprised about Cazador's pact. Where blood, death and betrayal parade, you can bet your ass a devil. We're going to keep Astarion safe. Aww. On my life, Cazador won't touch him. Okay. Like I got something back. Something I've wanted for a really long time. When I touched you, I felt like a real person. My heart was racing, but I didn't hurt you. I don't have to be afraid of myself anymore. I don't have to hold back. Not sure the world's ready for unleashed Karlach, but it's getting it anyway. Thanks to Damon. Thanks to you. Thanks to fate. Aber er hat doch gesagt, dass eure Maschine auf dem Materiellen eben nicht überleben kann. Was ist damit? Er wollte ja nicht mehr daran erinnert werden, ne? Freiheit anstellen. Genau, das würde ich nicht sagen. Ich bin froh, dass ihr bekommen habt, was ihr wolltet. Ja. Ich glaube, ich mache die 3. Me too, Soldier. Gods, me too. For every knock we take, I feel like I get a little treat just to keep me going. Warte, ich muss kurz meine Cam verschieben, sehe ich gerade. Ja. Danach würde ich auch erstmal die 2 machen. Vielleicht müssen wir die 3 dann nicht machen. Touch! Touch everything! Okay, that's weird. Everyone that'll let me. Shake hands, dance a waltz, maybe even kiss a face or two if I find a good candidate. The world's my funhouse. Ja, müssen wir doch sagen. Na gut. Ugh, I don't want to think about that now. Misery always overstays its welcome, and joy leaves too soon. I'll cry later, but not now. Gute Einstellung. Okay, weggehen. Warte, kann ich noch mit dir reden? Soldier? Nee, okay. Ich red mal kurz mit dem ekligen. Oakfather preserve you. Okay. Ich wusste nicht, wen du meinst. Ich habe einfach mal drauf gedrückt. Ja, weil er als Bär sich Ding. Ich habe eine Kollegin von euch getroffen, die Druidin Johaira, kennt ihr sie? Only by reputation. She was present when we marched against Ketherick Thorm, but on the far end of the battle lines from where I fought. And in the chaos that ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. Mm-hmm. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. Hm, ihr seid Erzdruide. Was könntet ihr noch von anderen Druiden lernen? Ihr scheint sie sehr zu bewundern. There is much to admire, judging by the stories. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Would she have helped the refugees? Defended the Grove? Controlled Korga. At least now we can benefit from her presence.
and perhaps work to a common goal. Ihr habt all diese Jahre gegen den Schattenfluch gekämpft. Was geschieht, wenn er gebrochen ist? Honestly, I never thought I'd make it that far. Ach, but the Absolute is a threat to all, and I promised I'd help you with your parasite. So I'll remain with you, if you'll have me, that is. Wenn ihr mich haben wollt. Übrigens möchte ich, dass ihr vor im Lager bleibt. Ich werde sehen, wie nützlich ihr euch erweist. Als Arbeitspferd wolltet ihr wohl zu gebrauchen sein. Natürlich, ich wünsche nur, ihr wärt schon früher zu mir gestoßen. Ich bin so mal nett. Do I. But one duty at a time. Gut. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Kann ich ihn jetzt auch fragen? Ja, frei mal. Given the circumstances, you're faring as well as can be expected, I suppose. Gut. Ich glaube, ich habe euch noch nicht richtig kennengelernt. Ich glaube schon. It's true. And I can't imagine I helped with that. Sometimes I let the task at hand consume me and people think I'm obsessed. Trust me, the day I no longer have to talk about the Shadow Curse will be a happy one. What would you like to know? Gar nichts. Erzählt mir etwas über euch, was zu fragen mir nicht einfallen würde. Habt ihr irgendwo Leute da draußen? Ich frag mal das. I suppose you wouldn't be shocked to learn I love animals and nature. I know. Well-trodden territory. Well then, let's see. So wie süß. I whittle in my spare time. And I've something of a sweet tooth. Although everyone's very amused when I say I like honey. Oh, ist ein Bär, ne? Das spoilert er schon evil. Ihr schwitzt, was denn so? Er schnitzt, ich wollte jetzt sagen, er schnitzt. Ich frag mal, was er schnitzt. Ornaments, utensils and ducks. I like ducks. So wie cute, ne? I like turtles. Das ist volles Boomer-Date, ey. Ihr verwandelt euch also in einen Bären und ihr mögt Honig. Ziemlich klischeehaft. Ja, rein. I like what I like. Once you get to my age, you realize there's little point in denying yourself, so long as others aren't affected. Das ist eine gute Einstellung fürs Leben. Wovon sprecht ihr? Wie alt seid ihr denn genau? 350 years young. I've been privileged to watch saplings grow into mighty boughs. Okay, der muss mir auf jeden Fall mal sein Booty-Programm zeigen, weil der Arsch war juicy. Ja, Mann. Danke, dass ihr mir das erzählt habt. Ich komme nie wieder. Thank me by returning the favor, why don't you? Come on. I'm sure you've something better than carving wooden ducks. Ich habe Todesangst vor Kraken. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas mitteilenswert ist. Ich frage mich, ich habe Angst vor Kraken. Well, they are fierce creatures, from what I understand. But as long as you avoid the high seas, I think you can consider yourself safe. Was ich frag ist das mit jetzt, der 3? Habt ihr denn irgendwo Leute da draußen? Familie, Freunde, ja. You're not a doppelganger, are you? Trying to study me to learn all my secrets so you can take my place? Save for me, my line perished a long time ago. They rest in High Forest now, near the shade of the Grandfather Tree. The Grove became my family, with Sylvanas as my teacher. And now I have you. Die Leute sagen, Heisen ist so ein Süßer. Wie Zucker ist der denn? Ja, der ist wirklich ein Süßer. Leute, wartet mal ab, so, was der... Ja? Was der Kontrast zwischen, wie er aussieht, ne, einfach so einen 3-Meter-Hühner, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank, aber halt der süßeste Charakter. Ja, das ist schon süß. Aber er ist süß bis zu dem Moment... Also ich glaube, er ist für Männer süß, aber für Frauen kann er in gewisser Hinsicht irgendwann nicht mehr süß sein. Weißt du, was ich meine? Nee, ich weiß gar nicht, something different. mit mir seid ihr ohnehin besser dran, sage ich einfach mal. Ihr habt meine Frage über eure Liebschaft nicht beantwortet. Ja. I'm 350 years old. Of course there have been lovers. Just because I love nature doesn't mean I'm betrothed to it. Though sometimes nature needs reminding. Okay, lass mich nicht dumm sterben. Gibt es derzeit jemanden in eurem Leben, Kollege? Right now, I bed down alone, I'm afraid. Perhaps once I talk less of curses and parasites, my fortunes will improve. Moment, woran genau muss die Natur erinnert werden? Well,
I didn't pick this scar up in battle. I was in wild shape, only I forgot it was the season when bears are particularly social. A she-bear claimed me as her own and did not appreciate being spurned. Warte mal. Hat er es jetzt wirklich mit einem echten Bären getrieben oder war das einfach nur auch jemand, eine, die sich verwandelt hat? Nee, eine Bärin hat ihn in der Bärenform gesehen und dachte so, ja, das ist der Mate, mit dem ich dieses Jahr Kinder mache. Und er hat da keine Lust drauf gehabt und hat sie sich gerecht und ihm ins Gesicht geschlagen. Also quasi Berliner Clubleben. Oh, geil. Okay, ja, ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Anytime. Na gut. Okay, danke, Kollege. So, ich gehe nochmal zu Istarion, dann gehen wir schlafen. Ich gehe zu Istarion. Juma, er will nicht mit mir reden. Er ist halt treu, er will meinen Hals. Du Schwein! Ich schieß dich ab, was da. It's always a pleasure to see you sauntering over. Okay, er kann nicht mehr saugen. Das wollte ich. Gut. Ich rede nochmal mit Shadowheart. Ja. Weil die sollten wir jetzt ja auch gleich mitnehmen, wenn die Prüfung losgeht, ne? Also, wenn wir fertig sind mit der Prüfung. It seems like Cazador used Astarion's flesh not as a canvas, but as a contract. We haven't heard the last of this, I'll wager. Also hat Catheric Traum das alles für seine Tochter Isabel gemacht, beinahe verständlich. Woher haben wir das jetzt? Ist das aus dem Buch oder so? Ach ja, 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 klar, das haben wir doch gelesen, in dieser, wo wir das Rätsel lesen mussten, ja, oder? Ja, genau, die ist seine Tochter. Ja. That almost is doing a great deal of heavy lifting. That man changes allegiances more frequently than a courtesan changes their bedsheets. At least he's proof you can turn from Shah and live to tell the tale. Though some may not call that living. Okay. Okay. Dann würde ich noch einmal gerne mit Gail reden und dann gehen wir schlafen. Genau, wir können die Sequenzen gegenseitig anschauen. The terms of your own condemnation carved into your skin. Monsters' actions. And monsters do not deserve such power as that ritual promised. When the time comes, Astarion will have his revenge, I'm sure. And it will be richly deserved. But not yet. So, what can I do for you? Kann es ja nicht sein, dass Gail mich nicht mehr toll findet, weil ich am Anfang, der wollte ja auch in Akt 1 direkt am Anfang was zu mir, ihn abgelehnt habe, weil er meinte, Astarion mag mich? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Also wenn ich die einmal rejecte, wir brauchen da keine Rast, ne? Weil wir haben ja schon wir haben voll. Noch voll. Soll ich dann Karlach jetzt da lassen und Shadowheart mitnehmen? Ich bin im Gespräch. Kommst du zu mir? Er möchte mich bedanken. Wofür? Weil ich so wundervoll im Bett bin. Weil ich so köstliches Blut habe, gern geschehen. Ja, ich frag wofür. Oder? Oder, ja, oder gern geschehen ist ja auch als Frage. Also, das ist ein bisschen netter. Ich weiß nicht. For what you said. Whilst I was in front of that vile drow. Ja, die war wichtig. I spent 200 years using my body to lure pretty things back for my master. What I wanted, how I felt about what I was doing, it never mattered. You could have asked me to do the same. To throw myself at her. What I wanted, be damned. But you didn't. And I'm grateful. Süß. Ich will nicht, dass ihr euch zu etwas genötigt fühlt. Werdet ihr jetzt gefühlsduselig? Ihr entscheidet jetzt selbst auf Gedeih oder Verderb. Ich hatte gehofft, dass ihr euch mir an den Hals werft als Belohnung für meine Hilfe. Ich bereue euch aufgehalten zu haben. Der Trank war nützlich gewesen. Ja, ich will nicht, dass ihr euch zu etwas genötigt fühlt, oder? Ja, oder ihr entscheidet jetzt selbst auf Gedeih und Verderb. Das hört sich aber so hart an, dass er auf sich allein gestellt ist. Ja, gut. It's a novel concept, I admit. And a little intimidating. It's so easy to bite her, to just go along with what I was being told to do. A moment of disgust to force myself through, and then I could have carried on just like before. Das wäre falsch gewesen. Wie oft haben eure Opfer euch schon angeekelt? Wäre doch eine gute Frage. Einfach verdrängen und weiter so klingt ja sehr gesund. Warum habt ihr mit mir geschlafen? Dachtet ihr, es springt was für euch dabei raus? Oh.
Papo. Das ist aber voll random. Warum soll das jetzt auf einmal so... Hä? Ja, hast recht. Ich frage einfach nur, das wäre falsch. Da kommt wieder die Vernunft des Mannes. Ich will wieder auf die unlogische emotionale Schiene. Genau. Na, ja, und dann gehst du gleich auf mich. Ja, genau. Nein, ich habe meine Tage. Ich darf das. So typisch, der Mann sagt, ah, die Frau, hast du gesagt, ich bin fett? Okay. Ich frage mal, wie oft eure Opfer schon angeekelt haben, oder? Mhm. I tried to pick beautiful people where I could, but there were so many over the years. After a while, you stop caring. The entire reason for my existence was to seduce anything with a pulse. And every instinct I have tells me that nothing's changed. I'm still just a means to an end. You made me see that I never stopped thinking like I was his slave. Even in freedom. But I'm more than that. More than a thing to be used. Ihr liegt mir sehr am Herzen. Vielleicht braucht ihr einfach einen Freund, keine Beziehung. Es wäre besser, wenn wir uns nicht mehr sehen würden. Ich habe mit euch geschlafen, um mich zu amüsieren. Das hier ist mir alles zu viel. Ja, ich würde dich viel sagen, oder? Nein! Ihr liegt mir sehr am Herzen, oder vielleicht braucht ihr einfach einen Freund. Ich sag mal, ihr liegt mir sehr am Herzen, oder? Nee, du kannst ja auch Friends auch nicht an der Stelle. Ja. Deinen Geist öffnen, um ihm zu zeigen, dass er dir wichtig ist, ihn umarmen. Ihr bedeutet mir unglaublich viel. Die Umstände sind mir völlig egal. Wir können auch zusammen sein, ohne miteinander zu schlafen, solange ihr wollt. Was wollt ihr denn tun? Ich umarme ihn jetzt, oder? Gnu, das ist deine romantische Beziehung, das ist dein Moment. Aber ist das nicht zu übergriffig? Weil dann tue ich ja wieder was, was er nicht will. Ich glaube, er mag dich ja auch, oder? Das ist immer der Punkt. Kuscheln! Ja. Oh. No, ist das süß, oder? No, süß! Lieb. You're full of surprises, aren't you? No. Honestly, I have no idea what we're doing. Or what comes next. No. Guck mal, ich hab einen Zahnstocher gefunden. Oh, es ist lieb. But I know that this. This is nice. No, es ist süß. No. Oh. Und jetzt reißt er dir die Eingeweide raus. Hast du das gesehen, den Bug? Nee. Hast du den Bug gesehen mit den Klippen? Was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen. Es hat mir die ganze Szene versaut. Das ist wie wenn du kurz vorm Orgasmus bist und auf einmal hörst du draußen jemanden schreien, Mann. Ich muss mir den Clip angucken. Ach Mann, das hat mir alles versaut. Wir müssen es nochmal spielen. Oh Gott, Nike, bitte schick direkt den Clip Ruby, die soll es direkt verarbeiten. Mit dem Titel Glitch versaut alles. Wofür spiele ich seit 30 Stunden dieses Spiel und dieser Glitch wird alles kaputt gemacht? Okay, ich guck's mir gerade an. So den Kopf 180 Grad gedreht auf einmal. Mann. Oh. Er sieht aus wie er sieht aus wie dieses Meme von John Travolta. What's happening? Ja. Ist das Ach, geil. Du Scheiße, ist alles kaputt. No, ich komme nicht drauf klar. So, okay, dann holen wir mal Shadowheart ab. Oh. Kann ich mehr. So, komm mit mir. Mann. Aber hat sie irgendwelche guten... Oh, jetzt muss ich sie leveln, ne? Ja. Wie mache ich das? Da drauf drücken, oder? Okay. Oh, wie gemein. Stufe 4. Aber wir sind doch schon Stufe 6, oder? Wir sind Stufe 8 sogar schon. Oh Gott, da muss ich ganz schön viel machen.
Sollen wir uns einfach bei Karlach bleiben? Ich glaube nicht, dass man Shadowheart immer verliert. Okay, ja dann, dann bleibt es doch im Lager. Also ich meine, wenn wir sie eh nicht spielen, so what? Oder? Ich weiß nicht. Fine. I'll be here whenever you rediscover your taste in company. Sie ist ganz schön bitchy. Okay, dann hole ich Karlach wieder ab. Ja, oder? Verliert man die immer? Selbst wenn, dann ist sie halt weg. Ist ja auch egal. Ich hab Karlach. Okay. Genau, okay. Likey send den gerne mal. Dem, der Ruby. Dass das direkt bearbeitet wird von morgen. Okay. Kann ich dann mal eine Spinne lecken? Wenn man Shadowheart mitnimmt, dann wird sie die Gruppe nach dem Tempel verlassen. Okay, Schatten verliert man, wenn man sie nicht mitnimmt. Oh, krass. Das ist, okay. Ist sie wichtig für die Endstory? Für uns? Danke, Likey. Ich fand die sowieso ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Ja, also wenn sie nicht wichtig ist fürs Ende, dann ist es halt so, wir spielen sie eh nicht. Ja. Ja, die werden ja auch kein Charakter, der wichtig fürs Ende ist, rausnehmen. Who knows? Wir hatten ja Lizelle auch fast verloren. Okay, dann geben wir mal diese Kügelchen ein. Ja, ich gehe gerade nochmal zu so einem anderen Spot, was auch immer hier ist. Sie hat eine, hängt davon ab, was für Questlines ihr noch haben wollt. Sie hat eine coole persönliche Story. Man kann sie ja sonst auch nochmal so alleine durchspielen, oder? Nicht hier lang. Was tust du? Ich habe mir den Abgrund angeguckt. Ach so. Da unten hängt einer. Ach so. Muss hier hochpäppeln. Was bitte? Du bist falsch. Oh, ah, ja, ja, stimmt. Papo Streisand. Papo Streisand. Warte mal, komme ich da nicht hoch? Doch, eigentlich schon. Was? Schattennetz hat die heftigste Story von allen NPC-Begleitern. Ernsthaft? Ich dachte, es wäre Asterion gewesen. Hm, also ich kann hier nicht hochspringen. Sollen wir die dann vielleicht doch mitnehmen? Das ist zu hoch für mich. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ja, du kannst dich ja transportieren, teleportieren. Stimmt. Das mache ich einfach. Oh, süß, danke. Hm, das ist halt die Frage. Aber die Story, kriegen wir die dann überhaupt mit, wenn wir Shadowheart und danach weiter? Also wenn wir jetzt Shadowheart mitnehmen und sie bleibt und danach nehmen wir sie nicht mehr, kriegen wir dann trotzdem ihre Story mit? Na gut, dann machen wir das doch. Dann holen wir die. Ich hole die jetzt einfach und dann ist ja. Gut. Dann level ich die kurz. Du musst das rausschneiden und dann. Nö, musst ja nicht ewig machen. Du kannst ja schnell die wichtigsten Sachen aussuchen. Heilung. Ja. Und ich guck gerade, dass ich hier mich eh gerade ein bisschen umrüste. There's something strange in the purple hood. Who you gonna call? So, Schattenherz, mein Herz. Da kommst du doch mit. What's the matter, baby? What's the matter, baby? So, ich level sie schnell. I'm gonna do the fast level. Unterhose ausgerüstet. Sag ich auch jeden Morgen. Heute habe ich mir einen Tanga ausgerüstet. Was trägst du für Unterwäsche? Ich rüste mir regelmäßig. Mir etwas in die Römerrüstung reingerömert. Ich bin da nicht recht zufrieden mit dem, was ich habe. Aber das hier, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. What's? Talent. Was ist sie denn für eine Klasse? Kleriker. Ja, Heilung. Sie ist auch eine Heilerin. Mhm. Wieso auch? Naja, weil ich ja auch Heiler bin, dann haben wir zwei Heiler dabei. Yes, I know. Magino. Ja, die Karlach wird uns schon fehlen, ne? Weil die ist halt schon eine Rampage. Wenn man da niemand mehr, der so tanky ist. Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob wir jetzt Astarion weglassen können oder ob es uns meine Romance kaputt geht, weil das ja auch alles für ihn ist.
Ich mache Attributsverbesserung auf der einfach. Ja. Wobei, nee, das ergibt keinen Sinn. Leichtgerüstete Glückspilz, Meister der schweren Rüstung. Ist sie schon Meister der schweren Rüstung? Have a lot on my mind. Nee. And, well, in it. Ja, Astarion brauchen wir wegen den Fallen. Wenn ein Gegner im Nahkampfbereich oder einen Verbündeten angreift, kannst du eine Reaktion verwenden, um einen Waffenangriff auf den Gegner auszuführen. Der Verbündete darf dabei nicht das Wächtertalent haben. Ja, ich mache jetzt hier Dingsbums. Das ist, glaube ich. Ich vergesse immer wieder, dass ich ja alles hier eigentlich mehrfach markieren kann, ne? Mhm. Lenkendes Geschoss, heilendes Wort, Wunden verursachen. Stimmt, wir haben schon das Glöckchen für Balthasar, ne? So, nächste Stufe, Level 5. Okay. Das macht die Beziehung mit ihm kaputt, okay. Ich mache immer belastbar auf Konstruktion für die Konzentrationsspells. Dein Charakter sieht genauso aus wie meiner, ist dasselbe. Sonst probieren wir es halt, wenn wir merken, es ist zu schwer mit ihr, dann tauschen wir mal aus, oder? Ja. Allerdings geht es auch relativ schnell. Ja. Super. Dann gucke ich nochmal kurz auf die Map. Aber eine wichtige Sache müssen wir gleich leider noch machen, bevor ich mit ihr rauskomme. Ja. Ich muss noch unbedingt ihre Klamotten ändern. Ja. Die muss ja auch aussehen wie wir. Ja. Stimmt. Und wir müssen noch zurück in eigentlich zu den Schattenschlachtfeld, weil wir noch diesem Typen doch das Buch geben müssen, das Tagebuch von dieser einen Tante, weißt du noch? Nee. Wir haben doch so einen komischen Typen mit dem weißen Rabe getroffen. Falls du dich erinnerst. Rabe. Ja, der wollte doch irgendwie das Tagebuch von so einer Tante haben. Das gebe ich jetzt einfach schon mal ab und warte, wenn ich vor ihm bin, dann kannst du mir zuhören. Dann musst du nicht den ganzen Weg stapfen, weißt du. Ja, wir leveln die noch auf, die Shadow. Ja, bin gleich fertig. Die Shadow. So. Jetzt, ich glaube, sie hat gar nicht unsere Farbe. Naja, gut. Haben wir noch irgendeine andere Rüstung für die? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, guck doch mal in den ganzen Lagerräumchen. Da müsste eigentlich voll viel sein. Ich kann ja auch mal gucken, ob ich noch Rüstung habe, die ich rüberschicken kann. Ich pack mal was ins Lager. Da kannst du mal ins Lager gucken. Ich weiß aber nicht, ob du in mein Lager gucken kannst. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Wobei, vielleicht doch. Nee, kann ich nicht mehr. Ambos, was haben wir hier noch? Okay, das hat Barfuß. Ja, habe ich was verpasst? Ja, den lustigsten Bug. Muss ich schon sagen. Der war schon sehr lustig. Ausrüstung von Schattenherz. Nee, du bist das Ding. We are fortunate to have found a companion. Companion! Companion! Be at ease. None could ever replace you. Ja, es geklippt, kannst du dir anschauen. Also, wenn du Zeit hast, würde ich das hier kurz machen. Ja. Dann spreche ich mal kurz mit dem. Dann musst du mir einfach nur zuhören. Und zwar jetzt. The air stirs in trepidation.
Ach der. You have the ledger. Sagt mir erst, was ihr damit wollt. To punish a murderer. If that is not enough, leave. I have no time for those lacking commitment. Okay. Woher wisst ihr, dass ich das Buch habe? The Raven always knows. Hier, nehmt es. Wir haben es. Ihre... Ah, es sagt er. We have it. Her lies. Her guilt. Madeline reported her friends to a dark justicia and fled when they were butchered. Well, she flees no more. I will be the conduit for Madeline's spirit. I will force her to face trial. And you will be the judge. Make her beg. Make her suffer. Okay, was ist denn mit ihm? Ich hab keine Ahnung. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass sie Gerechtigkeit erfährt. Wir sollten uns erst anhören, was sie zu sagen hat. Ich werde sie bestrafen, immer. Zwar Grund, ja, wir sollten erst mal anhören, was sie zu sagen hat. Careful! For a serpent in life is a serpent in death. Okay. Oh nein, oh nein. Oh, wild. Hat er Schmerzen oder muss er auf Klo? Beides. Ach, da redest du mit den Toten. You. He said I was gonna be punished. That you'd be the judge. But I didn't mean to hurt anyone. Okay, ihr habt gesagt, dass sie bestraft wurde, dass ihr die Richterin seid. Okay, warum sagt ihr mir nicht, was passiert ist? Ihr wolltet eure Freunde nicht töten? Lächerlich, schon gut. Ich bin nicht hier, um euch zu... Ich frag mal, warum sagt ihr mir nicht, was passiert ist? I said, ja. It didn't mean nothing. That Ben and Mark were just drunk and whining. The Dark Justicia promised she was gonna chat with him. She promised. Was hat die dunkle Justizare mit euren Freunden gemacht? She gave him a dagger each and told him to press it against their stomachs on the count of three to start stabbing and not stop till she said so. She never said stop. I'd do anything to take it back. Anything. Wir zeugen also, dann verletzt euch, wie Ben und Marcus getan hat, erstecht euch. Wie erbärmlich, ihr habt eure Freunde getötet, ihr seid feige. Ihr müsst gar nichts tun, es war nicht eure Schuld, ich verspreche es. Hm. Weil dann tötet ja er sich, ne? Weil sie ist ja schon tot. Ja, gute Frage, ich weiß nicht. Oder, Leute? Wenn ich jetzt sage, also sie, weil sie ist ja, liegt ja tot am Boden. Wir reden ja gerade mit ihr, oder sie ist ja in ihm drin. Wenn ich jetzt sage, ihr müsst, also dann tötet ja er sich. Hm, ich bin unsicher, was wir sagen sollen. Eins killt ihn. Drei, theoretisch. Hm, also sie klang jetzt eigentlich nicht wie eine Schlange. Sie klang voll ehrlich, oder? Ja. Mach aber mal ich bin drei. Auch ein gutgläubiger Mensch. Ja, ich meine, sie hat ja niemanden getötet. Was ich aber nicht verstehe, wie genau, also es waren zwei betrunkene Freunde und die Justizarin. Und warum hat die Justizarin, also, wo ist jetzt ihre Schuld? Die hat die beauftragt, das zu machen. Ich glaube, mit ihren dunklen Gedanken oder so. Also, dass sie Selbstmord machen. Und er denkt ja, sie hat die abgeschlachtet. Ja, gut. Dann, ihr müsst gar nichts tun. Ui, 10. Das schaffe ich. Ja, 27. What I did was wrong. And I won't ever forgive myself. But hearing that just one person doesn't hate me. That one person... forgives me. Makes the load so much lighter. Thank you. Mein Tod ist sie eh, ne? Ja. You were supposed to make her suffer, not forgive her. Was geschieht ist, war nicht ihre Schuld. Sie hat es verdient, dass ihr vergeben wird. Redet nicht in diesem Ton mit mir. Ihr jammert mehr als sie. Ich finde die drei gut. I thought us of one mind. I see now I was wrong. Oh, ich glaube, du musst kämpfen, oder? You have crossed me.
And for that, I end Scheiße. Your pathetic life. Ach, genug. Kannst du ihn einfach kurz kaputt schlagen? So, gegen Zauber. Wo bist du hingereist? Zu diesen, da wo Karlach ihren Schmied bekommen hat und dann hoch. Da wo die ihr Herz bekommen hat. Aber mal gucken, wie gut der ist. Ich schau mal ganz kurz. Soll ich noch falsch, oder? Ich glaube, du müsstest mich dann sehen. Ah, gut, die sind nicht so stark. Nothing important is ever easy. Ui, der lebt noch. Die nehmen beide noch die Säcke. Ich bin unterwegs. Ja, das geht. Das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht so schlimm. War das nicht so schlimm? Der das, Dude, oder was? Ja. Ich guck grad mal, was man so machen kann. Ja. Ja, guck mal. Kicke mal, war, hm? Gib denn mal eine Stinkwolke. Oh, das hast du dich aber selber auch voll gestunken. Ja, jetzt kotzen wir alle. Ich bin da. Yay! Oder? Ja. Ich glaube, dann mache ich dir jetzt platt den Sack. Wieso ist es so wenig? 53 Leben ist gar nicht so wenig, ne? Der hat schon relativ gut. Ja, mach mal gern den Platt erstmal. Der Rabe ist nicht so stark. Können wir den Raben vielleicht zähmen und mitnehmen? Hm, ich glaube nicht. Oder? Wahrscheinlich nicht. Dem geht's überhaupt so. Nicht gut. Gut. Das war's erstmal. Okay, dann werfe ich, würde ich sagen. Boah. Gut. Gut, das war's. Dann kommen wir wieder zurück zum. Hast du den Dude schon gelootet? Ja. Dann können wir eigentlich zurück zum Seluni, aber ich finde, der hat da, glaube ich, kann ich das hier mitnehmen, den Zettel vielleicht? Ist sehr wichtig. Was steht denn drauf? Achso, du musst mir übrigens noch sagen, was wir heute Abend spielen, ne? Weil ich habe das Spiel, glaube ich, noch nicht. Achso, School, ich schicke dir nachher so ein japanischer Name. Okay. Wieso kann ich jetzt nicht nur das mitnehmen? Ah, habe ich. Okay, so. Dann lass mal zurückgehen zum Seluni. Genau, du bist schon. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Prüfung der Charlie. Schar. So, wo war das Ding? Vorne rechts, glaube ich. Noch eins weiter und dann. Oder was? Countless initiates walk these halls once, seeking to become dark justices. Musst du noch weiter runter? Ah, ne, ich glaube hier vorne und dann. I will follow in their path. Was ist denn hier unten? Haben wir das schon? Ich glaube, da unten waren runter. Die Prüfungen. Und da haben wir schon alle absolviert. Das weiß ich halt nicht. Ich dachte, wir müssen noch eine machen. Guck mal, ich glaube, nee, 100 Pro hat es da noch eine. Moment. Da bin ich mir jetzt sicher, mir ist das eingefallen. Ich komme jetzt nochmal runter. Eine gibt es nämlich noch. Wir haben nämlich nur zwei gemacht. Hebelgriff. Warte mal. Papa, lappa, papa. Oh nein, hier steht Shadow Heart unten. Oh, ich fahr grad Fahrstuhl, Gnu. Oh. Ich komm jetzt mal. Ah, ich hab den Fahrstuhl gefunden. Ja, da steht's ja.
Genau, und hier ist noch eine Prüfung drin, Papo. Ich komme wieder runter. Kollege. Da sind wir noch nicht fertig jetzt hier. Hey, die dumme Sau wird mich angreifen. Wer? So. Hier. So, aber da waren wir schon drin, oder nicht? Nö. Doch, das ist doch das, wo, oder? Nee. Aber da hat es wieder gut. So Löcher. Vielleicht sollten wir mal schleichen. Okay. Und dann uns taktisch verteilen, weißt du, weil das jeder wieder von der anderen Seite kommt, oder? Ich mache mal Folgendes. Ich baller da mal so eine einfache Illusion hin. Oh, das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Das ist eine Katze. Eine Käse. Mach ich da noch eine Hand hin? Und jetzt schleichen wir los. Okay. Ich gehe nach rechts zu links, oder? Soll ich den Astaren mal so einen geilen Hinterhalt machen lassen? Der tötet damit gleich einen komplett. Das können wir eigentlich machen. Okay, warte. Und bam. Los geht's. Geil. Ey, der ist tot und keiner hat's bemerkt. Das ist wichtig und richtig. Dann mache ich gleich den nächsten nochmal. Oder soll ich das Loch in der Mitte zumachen? Das ist noch geiler. Oder diese Kackkatze töte ich jetzt erstmal im Moment. Oh, mein Handschuh ist im... meine Hand ist im Kampf. Ist nicht schlimm, weil ich kann hier trotzdem runterschleichen noch. Ja. Glaube ich. Foliant der Vertrauenssprungprüfung. So ein bisschen näher ran. So, den mache ich auch platt. So, jetzt sind wir im Kampf. Oh ja. Ist ja übel nice. Ah, verstummt. Zauber mit verbalen Komponenten nicht möglich. Weil in diesem Raum kann man keine Zaubersprüche wirken, die... Okay. Dann schneide ich doch mal direkt da drauf. Und noch ein. Zack. Das ist gut. So, ich komme auch mal mit. So, Shadowheart ist noch am Schleichen, die ist noch nicht im Kampf. Blendender Schuss. Oh nice, dann baller ich da auch mal drauf. Geil. Kann ich noch irgendwas machen mit der Shadowheart? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ich auch nicht. Okay. Wir müssen nur so schnell es geht das Loch schließen. Löcher schließen, das lieben wir. Dieser Charakter ist nicht am Zug. Klicke, um zum Charakter zu springen, der am Zug ist. Ah, okay. Zug beenden. Okay, du bist noch am Zug. Kann eigentlich auch gar nichts mehr machen, oder? Ah, doch. Astaren ist noch am Zug, glaube ich. Dann gehe ich da jetzt einfach mal hin. Oh shit. Ja. Ey, wie trifft der den? Kack, ist da ein Loch? Ach, da, der schießt sich das Loch durch, klar. Er ist einfach der Sniper, die Sniper-Legende. Ja, der darf das. Huch, hat er sich unsichtbar gemacht? Er ist wieder da. Mehr kann ich nicht machen. Yeet. Ich kann mit ihr aber nicht mehr machen, okay. Ja, lauf durchs Feuer. Ich will nicht, dass das Loch sie jetzt wieder spawnt. Ja, stimmt. Was sind das hier eigentlich? Sind das Justizare? Justizar-Nachtweber. Ja. Da gibt es anscheinend noch eine Anführerin oder sowas. Okay. G-
Gut. Ich schmeiß auf den mal so ein Eis in die Feuer. Ja, es ist zu. Wichtig und richtig. With pleasure. Spieß. Kritischer Treffer. Ich habe da irgendwas wahrgenommen. Entschärfen. Mach ich jetzt nicht. Alles fallen hier, ne? Oh, Ich spiel Musik. Aua. Die kritischen Tribers. Der hat dich geschubst. Ja, das hat voll wehgetan. Oh, wie schön diese Musik. Ich habe einen Feuerpfeil. Weg ist unterbrochen, das ist blöd. Was habe ich denn noch so? Ich habe ja keine Ahnung, was die für Spells sind. Heilige Flamme. Hüllt ein Ziel in flammenartiges Gleißen. Okay. Ja. Und Schild des Glaubens. Schütze eine Kreatur vor Angriffen. Erhöhe ihre Rüstungsklasse um 2. Heilendes Wort. Auf mich selber sprechen. Okay. Spurt, Spurt, Spurt durch das flammende Glück. Bist du vergiftet? Ich bin nicht vergiftet, nee. Wir spielen nachher School Horror. Das habe ich schon mal gespielt. Da spielt Papo nachher mit Maxi und Keystraw. Das wird toll. Das findet man auf Steam, oder? Ja. Ja, gut, der ist tot. School Horror. So ein japanischer Name noch. Ich sag dir das nachher noch, wie der heißt, genau. Willst du nicht, dass man on-stream schon weiß, oder? Doch, doch. Ich weiß es gerade noch nicht. Kann ich nachschauen. Arnicor? Das ist der letzte, den ich gespielt habe. Also das letzte Game auf meinem Zweitkanal, das Horror-Game. Wie heißt es nochmal? Likey, du postest mal rein. Danke. Ja, Moment. Okay. Also das, was momentan so trendet, ist dieses Arnicor, glaube ich, ne? Was tut trenden? Panikor heißt es, glaube ich. Was ist denn? Ach so, das ist jetzt neu rausgekommen, ne? Mhm. Das haben wir auch überlegt, ob wir das spielen. Worum geht's denn da? Gute Frage. Vielleicht können wir auch das spielen. Panikor. Können wir nachher dann besprechen. Das ist nämlich auch cool, Panikor. Ich glaube, ich ball auf den hier. Sehr schön. Vergiftet. Das kann ich nicht noch machen. Warte, aber was war das? Ah, genau. School Labyrinth heißt es. Okay. Aber vielleicht machen wir es uns auch Panikcore. Ist auch cool. Purchases. Mali Purchases. Purchases. Mali Purchases. Eine Kampf-Inspiration. Die sind ganz schön tanky, ne? Ach so, Panikor ist aber nur die Demo bisher. Ah, okay. Hörst du auf, mir hier Dinger in den Kopf zu schießen, Mensch? Jetzt halt die Frage, what should I do? Boah, den habe ich kaputt geschlagen. So, was habe ich hier noch? Ah, massenheilendes Wort. Im Mai kommt's raus, geil. Im Mai. Im Mai. Okay. Au. Ich wurde mies angespießt. So, weg mit dir, du Lappen. Niemand fasst mein Girl an. Oh, dein Girl. Ich meine meine Waffe. Ich schmeiß da jetzt so eine Hassspruchenbombe rüber. Ja, bitte. Geht. Vielleicht kann ich dir wirklich, vielleicht können wir Shadowheart ein paar Spells geben, die geil sind. Vielleicht sind wir dann stärker im Kampf, weißt. Ich glaube, es geht sogar, also.
Diese Sporenbombe hat echt gar nichts gemacht. Das ist crazy. Darf der dreimal schießen? Viermal? Der darf auch viermal, ja. Wenn der einfach mal kurz Muni leer. Ey, Alter, was geht mit dem ab? Jetzt reicht's aber. Na gut, wir wissen ja immer noch, wo er steht. Oh, du hast ja noch einige bei dir auf der Seite. Ja, zwei. Ach, warte mal, hat er sich zu dir rüber teleportiert? Ja. Ah. Ich hab mich nicht mal gefragt, ob's okay ist. So, was habe ich denn hier noch so? Schutzenergie. Nee, ich habe doch hier irgendwas gelernt. Das hier. Aber dafür muss ich nah dran, okay. Oh, nice. Da hinten ist jetzt was explodiert. Das hat leider kaum Schaden gemacht. Ah, das lag an der Hast, die Papo geworfen hat. Dann können die mehr Schläge machen. Die Hast-Spornbombe ist ein Buff. Ach so. Du hast die auf den Gegner geschmissen? Kollege? Ist ja eine Bombe. Aber das ist gut zu wissen. Die kannst du auf uns, weil da haben wir 4 Treffer. Das ist ja übel nice. Hast du noch eine? Ich habe noch eine, ja. Merk dir das. Geil, danke. Absolut gar kein Problem. Okay, Asterion. So. Du bist dran. Kannst du den bitte mal auf die Fresse hauen? Na, schön, zwar rein. Ey, sag mal, wie viel. Ey, Mann. Ja, super. Das war ich. Super, super, mein Freund, du Kollege. Super, also super, du. Ist ja schon super. Ja. Also, das ist wirklich eine Einzelaktion von großes Kino. Manchmal fragen sich die Zuschauer, glaube ich, schon, was wir für eine Scheiße machen, ne? Ja, schon. Ich schieße 10-mal gegen eine Tür, die nicht Schaden nimmt. Du schmeißt eine Hassbombe. Klar, dass die Leute manchmal schon denken, was schaue ich mir hier eigentlich an? Was bin ich hier eigentlich gerade am gucken? Was bin ich sehend? Warte, was ist das denn hier? Göttlicher Schlaggift. Schande, jetzt hat Justitar angegriffen. Reaktion auswählen. Okay, kann ich jetzt nochmal auf den schießen? Nicht genügend Ressourcen verfügbar. Nimm dieses Schild. Astarion. Ich habe übrigens den Rattenschlegel ausgerüstet. Der ist ein Vorteil, wenn ich Ratten angreife. Ja. Der Rattenschlegel, du Kollege. Okay, ich schieße. Jetzt ist er doch gleich tot. Weißt du, was das macht? Ah, super. Super. Suppen. Dann lass mal kurz mit Asterion hier mal die ganzen Fallen. Weil wir müssen hier irgendwas finden, glaube ich. Macht das. Hier, die Mondtöchter. Es heißt, der heilige Speer wurde einst von der Nachtsängerin höchstpersönlich geführt und warte nun auf ihren auserwählten Streiter. Die Ältesten haben ihn an einem geheimen Ort versteckt, um ihn sicher aufzubewahren, bis der auserkorene Champion ihn entdeckt und ein letztes Opfer vollbringt. Dann wird Seluns abscheulicher Mond bittere Tränen vergießen und ihre fehlgeleiteten Anfänger im Stich lassen. Aber lasst nicht zu, dass die Ehrgeizigen der Nacht in Versuchung geraten, den Speer unerlaubt in Besitz zu nehmen. Ich will den Speer. Traps, ich mach mal ganz kurz. Entschärfen. Ich weiß nicht, ich habe beim Bücherregal gerade irgendwas gemacht. Ich weiß noch nicht was. Oh. Foliant der sanften Schriftprüfung. Dieses Buch riecht angenehm nach Papier und Tinte. Okay. Lesen. Hm. Das uralte Buch informiert Scharitennovizen, wie sie in der sanfter Schrittprüfung triumphieren können. Sie müssen in den favorisierten Künsten der Herren Schar glänzen, darunter Heimlichkeit, Schlossknacken, Entschärfen von Fallen und Entrinnen. Die Unsubtilen können nur versagen. Okay. Oh, ich habe was geöffnet. Boah, wie der Astarion aussieht, voll Blut. Oh, ich entschärf mal. Ja. Gut gemacht, Papi.
traps. How considerate. So. Mama macht das. A trap. Someone doesn't like visitors. So. Bücher können wir durchsuchen. Verlust, Lehren des Verlusts des Vergessens. Lehren einer heiligen, bewundernswerten Zustand und sie ist das Ziel. Das ist also Bücherchen. Was machst du denn? Buch einfügen. What can silence the night song? Oh, guck mal. What can silence the Was lässt das Nachtlied verstummen? Dann müssen wir ein Buch einfügen. Bist du noch da, Papo? Da, du bist gestummt. Wahrscheinlich mit Absicht. Ach so, nee, ich bin nicht gestummt mit Absicht, sorry. Ah. Eine Pergamentfetzen, der mit krakeliger verzweifelten Spekulationen überzogen ist. Falls die Gerüchte wahr sind, befindet sich die Antwort auf den Seiten dieser Bücher. Es kann gar nicht anders sein. Ein geheimer Weg, um der oberste aller dunklen Justizare zu werden? Wie könnte ich dem widerstehen? Es spielt keine Rolle, dass mir nicht befohlen wurde, diesen Weg zu gehen. Die Herren Schar wird sicher meine Hinterlist und Beharrlichkeit bewundern. Ich werde alle Seiten durchforsten, jedes Wort verschlingen. Ich muss dieses Relikt finden. Ich muss einen Platz zu ihrer Rechten gewinnen. Der Typ sitzt hier tot. Genau, wir müssen jetzt, glaube ich, ein Buch finden, das uns die Antwort beantwortet, was lässt das Nachtlied verstummen. Das sind ja überall Bücherregale. Okay, dann gucken wir mal. Liebe ist die grausamste aller Lügen, deren sich Herren Schars Feinde bedienen. Sie ist eine Krankheit, die ein Herz auf Lebenszeichen bestricken kann. Über eine Nichtigkeit wie ein beiläufiger Blick. Liebe die Brandstiftung, eine zerstörerische Flamme, die alle, die sie näher flüchtig. Ich glaube, das ist es nicht. Das ist. Habe ich auch trotzdem eingesammelt. Mhm. Leere ist ein heiliger, bewundernswerter Zustand und sie ist das Ziel. Befreit euch von allen Gefühlen, allen Bindungen, so erreicht ihr die Reinheit der Umarmung der Herren Schar. Wir alle müssen unseren eigenen Weg finden, um uns von der Versuchung des Lichts und des Lebens zu lösen. Denkt daran, dass auch euch all die falsche Annehmlichkeit am Ende verraten werden. Nur das heilige Nichts wird überdauern. Das heilige Nichts. Wir müssen ja irgendwie ein Buch finden, wo drin steht. Ich muss das jetzt auch nochmal lesen selber. What can silence the night song? What can silence the night Hier ist noch ein Buch, Foliant, der sanfte Schritt ist. Ja, genau, das habe ich vorhin gelesen. Lehren des Verlustes, die Nachtsängerin. Hier, wie lässt das Nachtlied verstummen? Nur die Nachtsängerin selbst, Char. Das muss ich nehmen. Ich heb's mal auf. Ich hab's. Ja. Also nur die Char kann das Nachtlied verstummen. Okay. Dann mal los. Ich werde da drüben geht die Tür auf. What can silence the night song? Oh. Maybe not. Kann ich da nicht aber. Okay. Relief der Schar. Maybe not. Oh. Das war richtig. Yay. Who had thought? Und da ist der Speer. Geil. Die musst du schon noch fallen, oder? Soll ich mal Astarin vorgehen lassen? Wann? Ja. Wer nimmt denn jetzt? Dunkler Justitar Schattenpanzer. Nachtspeer. Ich guck mir den mal an, was der auch immer der macht. Nachtspeer. So. Nachtspeer 1 bis 8. Scharsegen, wenn. Schar ist erlaubt, töte mit diesem Speer Nachtlied. Ich habe einen Justizarhelm gefunden. Ich gebe den Speer mal der Juten. Ist die Shadowheart mit mittleren Waffen gut oder gar nicht? Looking ahead. Schon. Dann habe ich einen geilen Helm für die. Hab sie ins Lager gelegt. Ja, ich habe ihn aufgesetzt. Kannst ja auch machen, dass man nicht sieht, sonst sieht aber nice aus. Okay, dann haben wir jetzt den Speer. Okay, die Kiste hast du angeguckt, ne? Die Kupfergoldte. Ja. Hat sich da irgendwas, Achso, wir können da hier noch irgendwas machen, verwenden. Dann macht das noch was anderes als ein Dings töten? Hier ist noch eine Tafel. Deliver the Night Mother's Mercy upon her enemies. Was? Okay.
trust your secrets to the night. Okay, ich truste den Secrets to the night. Shroud yourself in blackest night. Okay. Ist das so die Diebengöttin oder so? Das ja, ist irgendwie schon. So voll, ne? Sind. Die Assassinengöttin. Ja, genau, deswegen auch Dunkelheit. Okay, dann haben wir das jetzt erledigt. Lass mal kurz gucken. Hat sich da irgendwas bei uns. Öffne die Tür zum inneren Heiligtum, gibt's hier noch. Guck mal, da müssen wir auch noch hin. Das haben wir noch nicht gemacht. Müssen wir jetzt einfach geradeaus? Die Musik ist auch gerade ganz interessant. Mhm. Da ist irgendwo so eine Ratte an der Orgel hinten dran im Spiel. So ein kleiner Umhang. Das ist dann der Endgegner, das ist alles. Ne? Das ist dann Baldur's Gate. Müssen wir zum Fahrstuhl, ne? Ich glaube ja. Und dann hoch, okay. Oder? Ah, warte, bis wir alle draufstehen. Ja. Nein, Astarion, genau was das. Still alive, so nein. Progress. So, ich drück jetzt. Nein. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, wow. Ich finde auch diese Waffe und so, es passt extrem gut zu Schattenherz. Sieht richtig geil aus, ja. Voll, die, ja. Voll der coole Speer. Sieht ein bisschen aus wie Xin Zhao aus League of Legends. League of Legends. Ich komm okay, nicht raus! Ich komm nicht raus! Ich komm nicht raus! Ich komm echt nicht raus, ich spring jetzt raus. Okay. So, hier müssen wir hin oder müssen wir auf diesen Fahrstuhl hier drauf? Ich glaube, wir müssen hier eigentlich hier hin, Papo. Nee, hier eigentlich. Hier steht doch, also öffne hier die Tür zum inneren Heiligtum. Ach, da willst du auch noch hin? Aber ja. Wir müssen. Ja, lass uns also mal runterfahren. Wir haben diese zwei Kugeln eingesetzt und jetzt ist der Fahrstuhl halt da, deswegen dachte ich, dass das okay, der quasi der nächste Fahrstuhl. Step ist. Fahrstuhl. Na gut, dann fahren wir halt Fahrstuhl. Ja, man kann einfach rüberlaufen, na sorry, dann war es meiner. Und nun? Ah. The disc is moving. This must lead to the next part of Shah's gauntlet. Ach, da waren wir doch gerade schon. Nee, hier waren wir noch nicht. Ah, nee. Huch. Ach doch, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Wir fahren ganz weit nach unten. Nee, da waren wir noch gar nicht, oder? Nee, hier brauchen wir nämlich ah, noch drei Kugeln. Ah, da müssen wir eh hingehen. Hier kommen die Heiligtümer. Das war eh hier. Ah. Du hast okay, die Gegenstände. Einfügen, ja. Eine Kugel habe ich, glaube ich, noch, ne? Ich glaube, du solltest alle haben. Nee, ich habe nur eine bis jetzt. Ah, ich muss dann auch gleich mal. Ich guck mal, hast du noch welche? Ja, du ja. Hast auch eine, die kann ich mir klauen. Dann. Und eine fehlt noch. Bäh! Ich habe eine Perle. Okay, die Perle ist nicht das Richtige. Haben wir oben noch was vergessen? Müssen wohl noch eine Prüfung machen. Weil du hast ja auch keine mehr, ne? Nee, sonst lass mich mal ran. Haben wir vielleicht eine außersehen die Kiste gepackt im Lager? Nee, oder? Ah, Astarion hat noch eine. Ja, Astarion hat noch eine, aber ich habe ja auch nur eine. Wir brauchen ja zwei. Ach so. Also wir brauchen noch eine. Also eine müssen wir von oben noch holen. Da haben wir wahrscheinlich eine. Nee, wir haben keine versammelt. Wir haben einfach nur. Habt ihr schon Orphen gekillt? Ja. Wir haben, glaube ich, nur eine vergessen. Was gab nämlich von diesen Labyrinthen zwei? Wir haben nur eins gemacht. Ja, okay. Ja, das macht schon Sinn, Papo. Also ein bisschen Konzentration. Ja, sorry, war meins. Nee, also so geht es nicht. Wir müssen hier Leute unterhalten, ja? Das ist reinste Zeitverschwendung. Ja, du hast recht. Du hast doch recht, Mann. Du musst mir echt leid. Kann ich einfach hier eine nehmen? Von da kamen wir, ne? Ja, von da kamen wir. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir nochmal zu der Seite mit diesem komischen Dingstiger, weil wir da noch vielleicht geradeaus gegenüber langlaufen können. Ich glaube eher, dass sie hier sind, weil ich habe die letzte Mal, glaube ich, auch vergessen. Wir splitten uns mal auf, dann suchen wir. Ja, von das machen wir so. Astarion, du kommst mit mir, okay? Da geht's ja da runter und ich glaube, wir haben hier noch was verpasst. Glöbig. Da war ja der Balthasar.
Kann ich darüber? Der offenen haben wir, ja, die haben wir schon geholt. Easy, Leute, die haben wir schon. Die kann man bestimmt sprengen, oder? Sieht so aus, als könnte man das sprengen. Sprengen! So, ich glaube, dass wir relativ sicher hier eine Prüfung nämlich vergessen haben. Und ja, es ist die hier. Ich wusste es. Ich wusste es, Papo. Oder haben wir die nicht hier vergessen? Ich habe hier noch einen hängenden Leichnam gefunden. Auch nicht check. Ja, du musst noch herkommen. Ich habe sie. Dieselbe Prüfung. Mann, Papo. Echt, jetzt muss ich wieder ein OB hier reinlegen, damit das funktioniert. Ich kann nicht mehr. Mach du doch selbst dann, wenn du es besser kannst. Ah, Mann, ich habe so Muskelkater. Ich kann nicht laufen. Kann ich mit dem hier nichts machen? Verwenden. Kann ich den anzünden oder so? Du musst zu mir kommen, ich hab's, ne? Ja, aber ich will hier gerade den Leichnam anzünden. Das ist so ein Feuerbegräbnis und so. So, zack. Das hat nicht funktioniert. Gut, dann komme ich schon wieder zu dir. Wo bist du? Ich gebe schon mal mein Blut. Another bowl bearing the stains of an ancient blood offering. Ich hab schon gar keinen Bock. Ja, komm. Die Statue ansehen. Nö, die will kein Blut von mir. Vielleicht musst du dich wirklich wieder hier mal abzapfen lassen. Und hier waren wir noch nicht. Nee, deswegen ist es auch rot. Gib du mal hier die... Ich habe die Tür schon geöffnet. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir hier schon waren. Oh, Shadow hat doch, hier waren wir schon. Nur zu. Aber so, Shadowheart wird sich jetzt nämlich ihr Blut reinjieten. Ah, okay. 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 Aber hier steht dieselbe Prüfung und hier waren wir schon, aber es hat bei mir aktualisiert. Deswegen wundert es mich. Haben wir hier die Kugel vielleicht nicht eingesammelt? Wo wir unsere... Welche Prüfung war denn hier? Ach stimmt, die haben wir doch verkackt, weil wir die Doubles doch nicht getötet haben. Oh nein. Weißt du es noch? Ja, aber die da haben wir eigentlich die Kugel bekommen. Da, warte. Hä? Haben wir da die Kugel bekommen? Die haben wir, schon bekommen. Okay. Okay. Dann muss es aber hier noch eine geben. Es gibt nämlich noch ein zweites Labyrinth. Was denn geradeaus? Okay, da ist nichts. Was ist mit hier hinten? Da kann man nach unten gehen. Okay. Und unten waren wir dort und dort. Und da geht der Fahrstuhl nach oben. Nee, dann da dürfte nichts mehr sein. Hier ist ein Labyrinth. Und da haben wir am Ende die Kugel mitgenommen. Genau, von dem hast du das. Haben wir bei dem Schattendings die Kugel mitgenommen hinten? Ich gehe gerade gucken. Wo du gestorben bist. Wo ich gestorben bin? Da, ach so, du, ja, die ja, haben wir mitgenommen. Da haben wir sie geholt. Oh, warte mal, es könnte sein, das hat Karlach noch eine? Oh ja. Klar, weil die hat die ja auch geholt hinten. Die hast du mit was ihr ja eingesammelt. Hier? Die waren wir noch nicht, oder? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah ne, ist der Schattentransporter. Ja, Karlach hat die. Weil du hast die mit Karlach eingesammelt. Das war doch, wo wir diesen Schatten hatten. Diesen Nebel. Ich glaube aber eigentlich, dass ich den mir gegeben habe. Ich gehe mal kurz ins Lager und gucke. Was ist die Vertrauensprüfung? Also hier unten sind ja keine mehr, da sind wir uns ja einig. Sonst gucke ich einfach mal kurz im Journal, da steht es ja drin, ob wir es gemacht haben. Karlach hat noch eine. Oh mein Gott. Okay. Du dumme Kuh, Karlach. Die dachte sich, ihr Schweine. Ihr lasst mich hier, dann war's die, das. Dann schiebe ich mir die in den Arsch. Ja. Okay, weiter geht's. Geil. Ziemlich große Liebesperle. Die kriegst du auch immer so schnell raus, du. Warte, und dann hier lang? Ja. Beautiful. Da lang. I just want you to know. My favorite girl. Walk 500 miles. Find's echt irre, dass Leute
die jetzt so 12, 13 sind, kennen teilweise Stefan Raab schon nicht mehr, ne? Das ist crazy, ja. Das sind halt auch Opfer, ne? Ja. Und warum sind sie so spät also geboren? Also mein Neffe kennt Stefan Raab nicht mehr. Dafür aber alle YouTuber. Ja, aber YouTuber sind ja auch die neuen Stars und heute. Wir sind Stars, Gnu, wir sind Stars! Nee, ich finde, Star bist du, wenn du wie, keine Ahnung, für mich ist ein richtiger Star Michael Jackson. Also wenn du wirklich, auch wenn du verschwindest, irgendwie immer noch im Kopf bleibst und man immer was von dir sieht und über Jahre. Wir sind so auf, weißt du was wir sind, das hat sich vertraulich, aber wir sind so kleine Sternschnuppen am Himmel, die erlöschen. Findest du? Ja, also ich finde, Content Creators sind schon meistens so Sternschnippchen. Die leuchten dann so für ein paar Jahre und wenn sie dann aufhören oder weg sind, vergisst man sie. Ja, nein, ich finde, wir sind Legenden, lebende Legenden. Ja. Okay. Oh, hier gehen jetzt die Flammen an. Ich dachte schon, das wird es gleich... Speicher mal, ich habe Angst. Okay, ich speichere. Spiel speichern, neuer Spielstand speichern. Weißt du, was cool ist? Ich habe heute Partnerjubiläum. Oh, echt? Ja. Oh, süß, es steht dann immer da, ne? Ja, und es kommen voll viele Leute rein und die machen da so ein Hütchen und dann so, alles gut zum Partnerjubiläum, voll cute. Oh, das ist süß. Macht mal ein paar Partnerjubiläums. Lass den Feinden die Nachtmutter ihre Gnade verteilen. Shroud yourself in blackest night. Trust your secrets. Eine letzte Prüfung, warte noch, steigt zum Nachtlied hinunter, bringt ein Opfer, erhebt euch als dunkler Justizar. Ui. Dann lass mal die Shadowheart machen, oder? Ja, ich komme nach vorne. Aber wollen wir vielleicht erstmal nochmal schlafen ins Lager? Oh, zu spät. This must be the last step. I need to pray. Oh, süß, Leute. Scha! Only by Lady Shah's grace did we even make it this far. Die Macht des Parasiten nutzen und den Verstand von Schattenherz erkunden, das ist ganz blöde Idee. Sie ihrem Gebiet überlassen, klar. No need to dash in ahead of me. I'm ready. Wirklich, das ging schnell. Was geht hier vor? Nothing. Just a show of respect. Trust me. You wouldn't want to displease her. Not here. Let's continue. Okay. Also wir müssen jetzt hier auch irgendwelche Opfer darbringen, ja? Ja. Vertrau euren Geheimnissen an der Nacht. Geheimnisse. Also müssen wir hier irgendwelche Gegenstände drauflegen? Wahrscheinlich, ne? Shroud yourself in blackest night. Shroud yourself in blackest night. Ich glaube, also dafür habe ich schon den perfekten. Da habe ich schon den perfekten Gegenstand für. Ich habe nämlich diese. Diese Schatten von Menso Beranzan Kapuze. In Schatten gehüllt. Papo. Ich leg die jetzt einfach mal da drauf. Papo, ja? Papo, schau mich an. Schau mich an. Du sollst mich anschauen. Ich schau dich an. Nein, Shadowheart soll mich anschauen. Also, sorry. Warte, dann muss ich kurz wechseln. So. So. Warte, ich muss nochmal Anlauf nehmen. So. So. Gehst jetzt einfach nach vorne zum Wasser und drückst X. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen da vorne mal rasten. Nein, lass erstmal rasten. Nein, lass erstmal rasten. Wer rastet, der rostet. Okay, erst mal rasten, aber wir sind doch voll gerastet. Nein, wir haben. Ich habe meine ganzen Spells nicht. Ich muss nochmal schlafen. Echt? Mhm. Na gut. Ab ins Bett. Ab ins Nicht. Oh, es ging. Oh, Gail will was. Der ist gerade explodiert. Ja. Speicher mal. Okay. I'm scared. Sorry, ich bin da. Wenn die Angst kommt, dann wird gespeichert. I'm here on behalf of Gail of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a more suitable locale. Im Namen von Gail? Ihr seid nicht Gail? You are speaking to a mere projection of Gail. His appearance, his voice, and a certain measure of his personality. Reconstituted in this case to play as emissary and usher. Would you care to join him? What little I could glean from the portion of his mind that is open to me, it is a matter most urgent.
Okay. Meinst du, das ist der echte Gale? Was soll ich machen? Ja, also gut, weist mir den Weg. Gladly. Simply follow yonder path and soon you will find him. Good evening. Okay. I'm here on behalf of Gale of Waterdeep. Das wirklich gut. Warte, das muss ich nochmal machen. Simply follow. Okay, jetzt kann ich irgendwie hier diese... Hä? Ein oder mehrere Spiele, was? Good evening. I'm here gladly. So, und dann will er mit mir die lange Rast machen. Ach so, ich brech das immer ab. So, genau. Dann mache ich das mal. Mach die lange Rast. Und dann Oh, du kannst mir zugucken. Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. War schön. I love this time of night. Hallo. There's an almost reverent silence that accompanies the peak of darkness. When you'd almost believe the dawn will never break. The cradle of eternity. The timelessness of lovers. That most beautiful of fantasies. Bro, was passiert hier gerade? Es ist atemberaubend, Gale. Ist dieser Sternenhimmel euer Werk? Ihr wirkt heute ganz besonders philosophisch. Geht's euch gut? Warum habt ihr mich gerufen, oder? Ja. Komm ran. Oh nein. While I still could. Ich glaube, ich bin in der Situation. This may be my last night alive. Oh. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. Warum hat er mich da nicht gerufen? I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Ich glaube, ich bin gerade in diesem Get out of here Moment. Ist das wirklich euer Wunsch, für das Versprechen von Mystera Vergebung zu sterben? Eure Bürde ist schwer, aber ihr seid hier gewachsen. Denkt an alles Gute, das eure Opfer bewirken kann. Als ginge es nur um euch, wie viele werden sterben, habt ihr keine Angst. Ich weigere mich zu glauben, dass dies das Ende sein soll. Wir finden einen anderen Weg. Hm. Wartest du auf mich, oder? Ja. Ach so, nee, das ist dein Gespräch. Ja, aber ich will hier gar nicht sein. Ich frage einfach mal eins. Babe or crone, coward or hero, death is assured. Mistress forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. Nichts ist unausweichlich, nicht wenn wir zusammenhalten. Ihr müsst nicht sterben. Ihr klingt entschlossen, wie euer weiteres Vorgehen aussehen soll. Ihr habt zu Recht, so könntet ihr immerhin die Absolute mit ins Verderben reißen. Warum seid ihr euch so sicher, dass es unvermeidlich ist? Wir haben dieses Herz der Absoluten noch nicht einmal gefunden. Ja. I can feel it. Ever since we set foot in this strange, corrupted land. The closer we get, the heavier my own heart becomes. Was war denn das? War es ein Sü? Stay with me a while, will you? Sü! Day will come all too soon. Even in this place. Bro, kann ich gehen? Oh Gott, ist dieser unangenehme Moment, wo du denkst, bitte küss mich nicht, bitte küss mich nicht. Ich gehe irgendwo hin, Gale. Ich bleibe an eurer Seite, was immer der Morgen bringt. Ich möchte nicht mit anhören, wie ihr euch selbst Mitleid suhlt. Gute Nacht, Gale. Das ist ja beides voll scheiße. Also einmal eine Frage. Wenn es hier jetzt zu einer Situation kommt, kann ich Astarion immer noch haben? Weil ich glaube, Astarion und Halsin juckt es nicht. Ich müsste da nur mit Gale Schluss machen. Ja, also Gnu, du musst dich da auch schon einfach...
dir selbst öffnen und sagen, was du willst, weißt du? Also im echten Leben würde ich Gale auf jeden Fall als Partner haben wollen, weil der ist der Coolste und würde Astarion dodgen. Aber da ich hier virtuell den Controller in der Hand habe, möchte ich eigentlich einfach nur mit Astarion snoon. Weil das Unvernünftigste ist. Ich sag Nummer 1. Du machst jetzt die Nummer 1. Wir wollen das sehen. Okay, also ihr versprecht mir, dass ich danach noch mit dass Astarions liebe Liaison nicht kaputt geht. Okay, Chat? Und Papo? Klar. Okay, also es ist so ein Spiel, ne? Ich mache das im echten Leben nicht, aber jetzt lasse ich die Sau raus. Okay, ich vertraue euch allen. Papo, möchtest du noch mal auf einen anderen Speicher speichern, falls es hier alles nicht funktioniert? Nee. Bitte, bitte, bitte. Nee. Auf Nummer 3 oder so, wenn wir merken, bitte, bitte. Auf jeden Fall. Papo, bitte. Also an der Stelle, wenn das jetzt passieren sollte, ich werde nicht neu laden. Nee, deswegen speichere auf die 3, dass wenn es wirklich Astarions Liebe jetzt irgendwie beeinflusst, dass ich da immer wieder zurückkehren kann und sagen kann, fuck, ja. Neuer Spielstand? Ja. Gale oder Astarion? Astarion, der Geile. So. Okay. Gut. Yes. But there is so much to live for and so few moments in which to house it all. Damn you. Damn you for giving me so much to care about. Our friends, our adventures. This would have been so much easier if it was just me, but it isn't. If there is a way, any way, to save all that's grown dear to me, I want to seize it. I just cannot fathom what that might be, other than to fail Mistra and condemn the world. Stay with me, will you? I don't want to think of it anymore, but I don't want to be alone either. Einbleiben und schweigen, die Sterne gucken. Ich möchte nicht anderen wie euch selbst. Genau, okay. Ich sag ihm jetzt, ich habe meine Periode. Das ist, glaube ich, der sicherste Weg, um rauszukommen. Habe ich auch gerade. Ich habe meine Period und Filzläuse, sorry. Aber ist Gail nicht homosexuell? Wird hier gerade gefragt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist, in Baldur's Gate gibt es keine Grenzen. Oh gut, wir haben keinen Snoo gehabt. Oh Gottes, ich bin nicht fremd gegangen. Oh mein Gott, ja, ich bin nicht fremd gegangen. Ey, ihr seid ja noch, also ihr habt ja auch kein Statement gemacht oder so, ne? Er will noch mal irgendwas. Ja. I was hoping to speak to you, as a matter of fact, about the night you were kind enough to keep this melancholy wizard company. Hm. Nur zu. I wanted to. To thank you. I was sinking into a dark place. But you reminded me there is still light in the world, if I should care to look for it. You may well have prevented me from doing something very rash in the near future. I count myself lucky to call you a friend. Jederzeit, Gail. Ich will nicht kollateral schaden. May just take you up on that. Dann kommt, okay. Also eigentlich sagen die Leute, eigentlich hätten wir jetzt in der Nacht Snoo gehabt, aber es ist scheinbar so, dass Gale weiß, dass ich mit Astarion quasi eine Beziehung bin und dann macht es Gale nicht, weil eigentlich hätten wir jetzt rammeln können. Ja, das ist doch blöd. Spaß. Super. Der Chat ist voll enttäuscht, aber Astarion wär's wurscht. Okay. So, und jetzt fasse ich das Wasser an, ja? Okay. Ja, jetzt fasst du das Wasser an. Aber muss man hier sicherlich nicht. Okay. Nein, Papo. Hör auf. Schiebung! Ihr wolltet alles Snoo sehen, ne? Aber dann ja, alles so. Aber in ihren eigenen Speicher machen sie es nicht. Aber dass ich meinen versau, wollen sie. Geld ist monogam. Genau, ich glaube nur Halsin und Astara und das ist wurscht, ne? Hast du gedrückt? Ah. Ich bin jetzt schon drin. Okay, warte, ich komme nach. Ich sehe dich gerade ins Wasser gehen. Krass, ich bin so krass im Wasser gerade. Ich mach gerade meinen Schwimmschein. Oh. Oh, da liegst du. Oh. Was ist mit dir passiert, Kollege? Ich habe ganz viel Wasser eingeatmet, glaube ich. Okay, das ist jetzt die Prüfung der Schar.
Okay, geil. Ich sehe aus wie ein kleiner Superheld mit meinem Umhang. Ja. Lady Shah. I can feel her all around. Okay, krass. This is her domain. This is the Shadowfell. You cleared the way for me, true soul. What promising flesh you are. As a reward, I shall let you bear witness to my masterpiece. Ja, ich würde dich jetzt töten. This is the Dark Lady's domain. He does not belong here. Hm. Ihr seid hier nicht, wie seid ihr hierher gekommen? Was ist das hier für ein Ort? Ich habe den Weg hierher freigeräumt, nicht ihr. Warum sollte ich euch nicht einfach töten, statt eure Einmischung zu erdulden? Ja. Raise one finger to me, and I'd sunder you like lightning would a rotten oak. Now, enough dullard questions. Nee, das ist ja Unsinn. Follow me. Na gut, ich hätte mir jetzt halt voll gerne diesen Speer in den Rücken geschoben. Okay. Eine Vase. Da ist ein Schädel drin. Okay. Von hier kann man bestimmt da runterspringen, oder? Oh ja. Ja. Geil. Geht zu ihr. Okay, das mache ich doch auch. Da vorne ist, glaube ich, jemand. Hör ihr zu. Aus dem Weg, Nu. Oh. Dunkler Justizarhelm, den nehme ich noch mit. Töte sie, töte sie, töte sie, töte sie. Wen jetzt? Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Geht runter, seht nach ihr. Ist aber auch ein Scheiß-Domain, muss ich sagen. Das ist justizare.com. Ja. Oh Mann, ey. Hobbylose Witze. Oh, da geht Party ab da unten. Soll ich noch kurz Schrift? Okay. Oh. Balthazar. Come to add more bars to my cage? Or perhaps to lead this would be Justicia's blade directly to my heart. I invite you. Heap more sins upon your head. My retribution will be all the sweeter for them. All this time, and you still fail to appreciate the gifts I bestowed on you, Aelin. Sad to see a die kennen wir noch nicht, ne? Nee, es ist Nachtlied. But General Thor, hast du mich gerade gespoilert? Nee, steht doch dran, wenn sie redet. Achso, hast du recht. Hand. So, I am here to whisk you back to him. Ketherick. I welcome the sight of him after these 100 years. He whose immortality I supply with my very soul. General Thorm. I'm sure you'll be on your best behavior for him, but just in case, I've taken some precautions. Keep back. It will take quite some concentration to secure Aelin for her little journey. Warte, das Nachtlied ist eine Person, aber stand doch schon dran. Was habt ihr vor, mit ihr vor? Ich kann sie euch nicht geben, Balthasar. Ich frage erstmal, war das Nachlass eines Person? Person? Please. You insult her. You insult me. Aelin is so much more than that. She is an Asimar, bound to a soul cage of my creation. And lending her immortal strength. Ach, und vorhin hat doch auch Raphael irgendwas wegen der machen wollen. His will and my genius. An unsurpassable feat.
Okay, dann töten wir ihn jetzt, dann ist der Fluch gebrochen, wir befreien sie jetzt. Und dann muss sie die Kraft auch nicht mehr abgeben an den anderen Bray, oder? Ja. Hold your tongue, Aelin, or I'll take it away from you again. And you, no more questions, no more interference. Na klar. Kleka der Schar, ihr mischt euch hier ein auf Befehl der Herren Schar, dafür müsst ihr sterben. Das würde sie sagen, ne? Ja, das finde ich gut. Ja, finde ich auch gut. Death only frightens those of limited vision. You should be terrified, Godling. Ach du, was mit... Oi! Ach du heilige Schar. Oi! Das sind viele. Aber was er nicht wusste, jetzt wird die Zerberstung scheppern. Vielleicht können wir sie befreien. Ich guck mal kurz, ob man auf sie draufschlagen kann. Nee, ich glaube, wir müssen... Also er hat ja den Zauber gemacht, deswegen nehme ich mal an, dass... Ja, shit, Astarion ist jetzt auch gar nicht im Kampf, ne? Oh, ist der noch nicht da? Dann kannst du den noch holen, oder? Nee, ich bin halt noch drüben, ne? Ich muss jetzt voll bei... Aber hier hat's auch schon Gegner, da mache ich die jetzt kurz platt. Flamme erzeugen. Eine Flamme in deiner Hand erhellen, einen Radius von 9 Metern bewirkt. Okay, was habe ich denn hier? Blendender Schuss. Webe die verlorene Magie der Kinder von Duera der Tiefe in deinen Schuss und blende dein Ziel möglicherweise. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Das ist der beste Weg, um auf den da zu eaten. Fehlschlag. Cool. Dann Schild auf. Ich glaube, wir sollten uns auch die Großen vornehmen, ne? Weil das ist ein richtig ätzender Kampf. Ja, ja. Wir hauen die Großen jetzt erstmal kaputt. Wobei, nee, wir sollten nicht zu sehr gruppieren. Oder Vorsicht. Dumm. Oder schubsen halt. Gott, du kannst sie doch unterschubsen. Nee, ich habe keinen Schubsen-Move mehr. Aber dein Goblin kann es machen. Ja, der hat gar keine Kraft. Also auf den können wir uns nicht verlassen. Okay, das wird ein schwieriger Kampf. Den Kampf vorher zu machen, ist leichter? Fragezeichen. Was ist leichter? Den Kampf vorher zu machen, habe ich gerade gehört, aber ich verstehe nicht. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt so eine Eisding drauf und hoffe, dass sie alle drauf gehen, aber ich treffe halt leider dann auch die Dinge. Warte, dann lass mich die kurz vor. Wobei, nee, mach das jetzt und danach kann ich sie heilen zur Not. Geil. Das ist ultra strong gewesen. Die sind ich würde mich halt mal gern wissen, ob man sie irgendwie befreien kann. Da vorne. Ich probier's mal. Bewegen. Nee, ich kann nichts machen, schade. Okay, Trank der Geschwindigkeit. Vampirberührung, was habe ich denn hier? Säurepfeil. Ich will irgendwas, dass er keine Zaubersprüche machen kann. Da habe ich doch bestimmt. Und wir sollen nicht an den Ecken chillen, weil die können uns auch runterschmeißen. Ja, das ergibt schon Sinn. Dunkelheit. Erzeugt eine Wolke magischer Finsternis, die Kreaturen darin komplett verschleiert und blendet. Das finde ich sehr gut. Mach mal die jetzt als nächstes drankommen, würde ich verdunkeln. Gerade der vor dir oder so. Die Großen, nee, oder halt jemand. Ich verdunkel den Chef von denen. Das ja, ist doch auch gut. Besser, oder? Yes. So, und dann. Musst du dich heilen. Teleportation oder sowas? Vielleicht noch die Dinge heilen. Shadowheart muss ich heilen, ja. Aber ich muss jetzt erstmal hier wegspringen oder so. Nee, da krieg ich einen Schlag ab. Schriftvoll Federfall. Nee. Nebelschritt. Oh, das ist gut. Vielleicht nach oben, dass wir die oben wegmachen, weißt du? Oh, so. So. Okay, mehr Aktion kann er gerade nicht machen. Was will der machen? Gegen Zauber mache ich. Na, ich würde ihn erst angucken, was der genau machen will. Kältezauber. Ja, okay. Ja, 5 in den Rücken ist okay. 5 in den Rücken ist auch okay. Untotenschutz. Kältestrahl. Mir ist so kalt, Knu. Oh. Ich habe meine Winterjacke vergessen. Oh, da hinten ist auch noch einer. Blindheit bewirkt. Oh, das ist frech. Nice. Hier, hat er gerade gefurzt einfach, oder was? Yeah, he has. Das war ganz schön viel Schaden. Okay. Ja.
Das Problem ist jetzt, dass ich hier so ganz schlecht wegkomme, dadurch, dass ich jetzt mitten im Eis stehe. Aber ich kann, glaube ich, springen. Ja, das geht. So, und jetzt? Wunden verursachen an dem. 19 Damage. Das ist schon nicht schlecht gewesen. Gut, okay. Er ist dead. Das ist sehr gut. Zug beenden. Der große Riese, der muss gleich aufstehen erstmal. Der wird wahrscheinlich wieder umkippen, wenn er seinen Spielzug macht. Ah, oh, nice. Ich guck mal ganz kurz, was ich noch machen kann. Aber deine, also das, der Ice-Damage-Spell, der war schon extrem gut an der ja, Stelle. Ja, voll. Ich gucke auch gerade, ob ich noch irgendwie... Oh, ich habe noch mal so einen Kältekegel. Aber ich glaube, da muss ich jetzt eigentlich noch mal vielleicht hier rüber jumpen. Und dann kann ich den vielleicht machen. Okay, mir wurde gerade gesagt, der Zauberschutzengel soll wohl ganz gut sein. Aber das ist wahrscheinlich der hier, ne? Rufe Geister bei, die dich beschützen. Gegner in der Nähe leiden. Ja, also Schutzgeister. Das heißt, wenn wir mittendrin stehen, dann wäre das halt ein guter Spell gewesen. Okay. Hab ich den? Schriftrolle nee, von Gut und Böse. Ich kann nicht mehr jumpen, schade. Dann schieße ich den jetzt von Weitem ab. Ah, super. Nun gut. Okay, mehr kann ich leider gerade nicht machen. Das ist okay. Der versucht aufzustehen. Wie steht der hat auf? Hat er hingekriegt. Kann er noch losgehen? Und rutscht er? Er rutscht nicht aus. Boah, hat es viel Schaden gemacht. Ja, da muss ich mich wahrscheinlich mal rausbewegen. Okay, ich gucke jetzt mal noch, ob ich hier noch mal übelst die Karambolage machen kann. Da oben stehen ja auch einige zusammen. Ich kann so eine Zerberstung machen. Ich könnte noch einen Schneesturm machen. Dann fallen alle auf die Fresse. Das könnte ich noch machen. Warte, ich gucke, ob ich Balthasar noch reinkriege. Ja. Ja, so. Soll ich machen? Wenn du Shadowheart nicht triffst, dann ja. Ja, ja, treffe ich nicht. Aber der Beschwörer in Sturm, der die Konzentration von Zauberbewirken unterbricht, Feuer löscht und eine Eisoberfläche erzeugt. Oder ich mache diesen blendenden Strahl und baller den halt auf den Balthasar drauf. Was soll ich machen? Blendender Strahl auf Balthasar. Ich weiß halt nicht, ob der irgendwie immun ist gegen Oder ich mache nochmal den Eissturm. Den kann ich auch machen. Auf die drei. Soll ich? Du mach mal, was du denkst. Okay, ich brauche unbedingt Heilung. Ja, ich habe mich gerade erstmal. Ich sauf jetzt mal ein. Ja, das ist gut. Boah, geil. Trink dir ordentlich einen rein. Ja, habe ich. Mir geht's wieder gut. Okay, jetzt sind erstmal wieder die anderen dran. Blindheit gegen Zauber. Oh, scheiße, nicht reagiert. Aber gleich Zauber eh, das ist egal. So, die müssen halt mal alle weg, ne? So, Kältestrahl, da mache ich jetzt mal gegen Zauber. Den will ich nicht. Gegen mich. Ja, der wird sonst immer viel Damage machen. Ja, die müssen wir jetzt mal platt machen. Die machen jetzt gleich mal alle weg oben. So, Balthasar ist wieder dran. Wow. Wir stehen zu nah zusammen. Ja. Okay. Fehlschlag, das ist wichtig. Okay. Erstmal schön raus aus der Todeswolke. Feuerschaden. Das ist, glaube ich, gut. Ich habe mal Heilung gemacht. Dann gehe ich mal eher zur Seite, dass er vielleicht mich nicht trifft. Make it hurt. Dimensionstür. Wo kann ich hin? Warum kann ich mich nicht dahin teleportieren? Hä? Oh, Windstoß ist geil.
Oh, Windstoß. Oh, 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 oh. Ich müsste eigentlich zu Balthasar dann den Windstoß machen, da wäre alles vorbei. Soll ich probieren? Wenn ich es schaffe nachher? Das kannst du versuchen, ja. Okay. Probiere ich nachher. Ich muss unbedingt mal weg hier. Mhm. Ich habe mich auch eben erstmal geheilt. Aber zuerst wäre die Frage, ob ich nochmal fett einen reinballer irgendwo. Lass mal fett einen reinballern. Wenn ich gern die Arschlöcher hier oben. Du musst unbedingt aus der Giftwolke raus, die macht viel zu viel Schaden. Bei der okay, darfst du nicht stehen bleiben. Hoch. Hier hin. Ja. Neben den Räder drüben. Ja, vielleicht so, dass die anderen dich nicht treffen, außer sie schießen auf ihn. So, dann mache ich hier nochmal eine fette Dolchwolke rein hier zu den Arschlöchern. Hier dazwischen. Na, Balthasar ist schon nicht so schlecht, ne? Ja. Man kann das nicht mehr machen. Muss ich dann den hier töten? Na gut. Hast du überhaupt noch Aktionen ready? Ja. Okay. Mehr konnte ich nicht. Die Reichweite hat nicht gereicht. Weißt du, die Reichweite hat nicht gereicht. Oh oh, ich hoffe, die schubst mich nicht runter. Oder was? Ja. Na gut, die machen Schaden. Das ist sehr gut. Das ist fein. Ah, ich bin blind deswegen. Okay. Ja, ja, komm nur her, du Sack. Sieht man nicht so weit, ja? Ja. Ich würde jetzt so gerne... Weiß ich, probiere jetzt mal was. Glaubt ihr, meine... Ah, nee, das reicht nicht. Vielleicht, wenn ich hier hingehe. Ich habe eine Idee. Ich mache den jetzt. Windstoß. Ich glaube, der ist tot. Aber jetzt können wir ihn auch nicht mehr looten, ne? Egal. Wer braucht denn schon den Lappen? Oh, geil. Einfach weggeschubst. Weg damit. Oh, geil. Bitte mal klippen, Leute. Das ist doch legendary hier. Bitte mal klippen. Ja, klippen, Leute. Ah, ich bin blind, deswegen. Ich vergesse die ganze Zeit. Das ist nämlich auch die ganze Zeit ein Nachteil. Schockgriff. Komm her, du Sack. Schaden. So, du hast gerade 25 Schaden gemacht, genug. Ja, ich bin sauer, weil ich nichts sehe. War ein bisschen übertrieben. Ich bin sauer. Warum ist eigentlich die Nachtlied jetzt auf einmal woanders? Ich weiß es auch nicht. Ist das ein Bug? Ach, sie ist tot. Ach, ihr Lappen. Okay. Nachtlied, ich rede mal mit der. Warte, ich rede zu. Balthasar has drawn his final rancid breath. Pity it was not my it was hand yours. That brought it about. Instead, it was you. You, who have come to seek the praise of your wicked goddess. You, who have come to drive a dagger through my heart. Not a dagger, a spear. My Lady Shah's spear. Her fate is mine to seal. Let me handle this. Uh-oh. The fate you seal is your own. To be a Dark Justiciar is to turn your heart from everything but loss. You will know no love, no joy, only servitude. Until, of course, your mistress inevitably discards you. And there is much she does not tell you. A terrible blood price that may extend beyond my own death. You feel Shadowheart bristling. This is important to her. You may yet have the chance to dissuade her from doing her duty, but not without risk to your bond. And Nightsong is not blind to your conflict. Behind that raging heart is the restless beat of one who knows too well that her fate hangs in the balance. Tun, was wir tun müssen, wollt ihr das wirklich? Wählt euren eigenen Weg, Schattenseher, dürft euch nicht von der Göttin kontrollieren lassen. Bitte vielleicht das mit der Göttin nicht kontrollieren lassen, oder? Weil, ganz ehrlich, ich finde, die Schar ist ja schon von dem, was wir gelesen haben, ganz schön... Die nutzt die Leute, ne? Halt nur aus, bisschen wie die Göttin von der Lassel. Ja, also...
Oder ihr Vertrauen. Ich weiß nicht, was sie tun wird. Die wird die umbringen. Und dann wird sie ja diese Justizarin. Das ist ja voll scheiße. Na ja, gut, nee, dann nicht. Cannot allow. This is my mistress's will. My life's purpose. If I have to step over your corpse to fulfill what Lady Shah asks of me, so be it. Your choice. Also gut, ihr habt meine Unterstützung, das ist falsch, aber ich kann nicht auf euch verzichten. Ihr wollt kämpfen, oh Gott. Ich würde sagen, wenn dann schon zwei, oder? Ja, die zwei glaube ich auch. Well, well, well. What's that I sense? A spear intended for my heart? Empowered by your goddess, I. Empowered to kill the child of a god. Do you know what I am, little assassin? For I know you. A lost child. Frightened by wolves in the dark. What did you say? Much has been promised to you, hasn't it? But what has been taken from you? What do you know of your own heart? Your own life. I sense more in you than you know. Whatever you think you know of me won't matter once I become who I'm meant to be. Überzeugen, sie weiß etwas über euch. Verschont sie, um zu erfahren, was sie sagen hat. Tut es nicht, Schatz, natürlich sie nicht. Machen wir zwei. Zwei. Willst du speichern? Speicher, ich will den Kampf nicht nochmal führen. Oh Gott. Ich feier doch nicht, wenn die Stunde. Ah! Oh Gott, wir schaffen es. Oh Gott, ganz knapp. Oh Gott. Zur Not töten wir Schattenherz. Das ist doch gar kein Problem. Guck mal, die wird das voll gegen ihren Willen gerade. Ja, geil. Oh my gosh. Crazy. I can't believe I just did that. Lady Shah will disown me. What will happen to me? Not what will happen. What will you do? Your past is not yet lost. Your future is not yet fixed. Lay a hand on me in friendship, not quite Sharon. And I will fight the battle that has been waiting for me this last century. Then, oh then, we will have much to discuss. So, streichel sie. Ach, das ist Nachtlied. Oder? Our Lady of Silver, hear me. She who guides the Moon Maiden Saluna, mother of the so-called Night Song. The Night Song is no more. Ist sie frei? Ja, und jetzt ist auch dieser, der andere Dude, der nicht die Axt in seinen Nacken bekommen hat, der ist jetzt auch nicht mehr unzerstörbar. Voll geil, oh, geil, woo! Holy shit! Geil! Shiny Armor. Und ein Schwert aus dem Himmel. Ist es Gabriel? Geil, holy shit! Boah, fett! Gänsehaut. I am resplendent. You have given me a great gift, little warrior. Don't you find it oh so curious that you would spurn your dark lady? Perhaps you feel a stirring of the truth already. But that will come later. There is a battle yet to be fought. Boah, geil. You have done what we feared was impossible. You have released me from a century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Are you ready? Ja.
bereit, so von hier zu verschwinden? Und ob meine Waffe? Natürlich. Oh, and it shall be yours. And then we're going to kill Ketherick III. Ja! Ja, Mann! Sieht das geil aus, ne? Das ist richtig nice. We need to leave. Lady Shah won't stand for us to be here, not after what we did. Wenn Shah zürnt, behält sie das bemerkenswert gut für sich. Ja. Aber ja, das, wir wollen ja nicht weiter verärgern. I'm not sure there's a place that's far enough away for me to go. Lady Shah must be angry. But there's only silence. Let's get out of here, please. Whatever's coming, I don't want to be in the heart of the Shadowfell when it finds me. The Night Song will be headed for Moonrise Towers. We'd better get there and see what she's unleashed against Ketherick Thorm. Okay. Oha, der Slow Fade. Einfach der Spielfilm. Geil. Okay, was haben wir bekommen? Mondlichtglewe. Bin noch in der Sequenz. Ja. Boah, sie macht jetzt bestimmt den Schattenfluch weg, ja, oder? Wow. Schön. Das war bei mir damals nicht so. Nicht? Nee. Hast du sie getötet? Nö, ich hab sie einfach nicht. Ich bin ab, einfach gemacht, was Balthasar wollte. Okay. Sie ist sehr mächtig, kann das sein? Ja, das ist voll OP. Warum spielen wir nicht als die? Vielleicht geht es ja noch. Powerful ally. Well chosen, Shadowheart. Geil. Okay. Jetzt gebe ich ihr mal die Waffe, die ich gerade bekommen habe. Ascend in her silver blood. Okay, ey, die haben alle Kohle, ne, die Dinger. Hast du schon den... Ach, den dicken können wir ja nicht. Der ist ja... Den hast du ja nach unten geschubst. Ist na, hör mal. Was höre ich da einen leichten Unterton hier? Ich habe den Kampf beendet. Wir hätten den ja auch einfach töten können. Der hat ja gar kein Leben mehr gehabt, weißt du, ich meine? Vor allem weiß, dass der dann wegen sowas stirbt und nicht fliegen kann, ne? Der ist doch die ganze Zeit geflogen. Ja, stimmt. Eigentlich auch ziemlich dumm. Ein goldener Ring, krass. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir einen epischen Cut. Ich bin gespannt, wie ihr euch entschieden habt. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir freuen uns natürlich über Tipps und Tricks. Und in der nächsten Folge geht es richtig ab, weil da gehen wir nämlich zu Ketherick Thorm und reißen ihnen mal richtig die Popperze auf. Das ist widerlich.